Geht's allen gut? Mir geht's gut, sehr gut sogar irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich habe irgendwie gut geschlafen, obwohl ich gestern irgendwie einen weirden Tag hatte. So, mal schauen. Ich guck schon mal, was wir hier für Videos haben. Ich werde heute nämlich wieder Videos schauen. Ich habe irgendwie gerade so keine Lust auf Gaming News irgendwie. Ja, außerdem gibt es wahrscheinlich abgesehen von Apex und Anthem nicht besonders viel, habe ich irgendwie das Gefühl. Außer dass wieder Tausende von Steam-Videos, Steam-Spielen runtergesetzt sind und ich so, ah, ich gehe doch pleite wegen Steam, Mann. Das ist echt nicht nett. Ja, mal schauen. Ja gut, was wir natürlich gucken könnten, ist die neue Angriffskarte von Overwatch. Die haben ja so ein bisschen jo, ignoriert das letzte Mal. Das könnten wir auf jeden Fall gucken. Was ist das denn? Ew. Okay, nee, gucken wir nicht. Ja, ich weiß, also gestern ist irgendwie, gestern ist schräg gewesen. Ich musste für einen kranken Kollegen einspringen und deswegen konnte ich nicht streamen. Tja, abends wohlbemerkt, nicht nachmittags oder so. Ich glaube, das hier könnte noch irgendwie zum Thema passen. Was ich schon ein Video angeklickt habe, so. Oh, boah, was? Es gibt einfach fast keine Videos. Das ist ein bisschen okay. Was gibt es denn sonst noch? Okay, ich muss wahrscheinlich mal kurz Account wechseln. Weil wir wahrscheinlich irgendwie einfach keine Videos mehr zur Verfügung haben, weil wir alles geguckt haben am Mittwoch und seither gibt es nicht mehr wirklich viele Videos. Also es ist halt wirklich so, Stucki, ey, guten Morgen, wie geht's dir? Es ist halt so von, was, 10 Things Gamers Lie About? Okay, I don't know, worüber lüge ich denn? Ich weiß es nicht. wo bin ich stehen geblieben? Eben, Mittwoch bis, also ja, zwischen Mittwoch und Freitag früh lädt halt, also laden die Leute halt nicht so viele Videos hoch. Ganz, ganz wenig. Von dem her, was soll's. Vielleicht kriege ich noch was anderes oder vielleicht könnt ihr mir was schicken. Ich habe schon ein ziemlich cooles Video bekommen in meinem Discord-Channel, was ich mir unbedingt angucken möchte. Jo, von dem her, das ist was mit Anthem. Okay. My Secret Mission to Stop T-Series. Okay. Das kennt ihr bestimmt alle schon von dem her. Was haben wir denn hier noch? Oh, ja gut. Das möchte ich noch angucken. Das ist richtig nice. Das ist zwar schon ein bisschen älter. Ich glaube, die meisten haben es schon gesehen. Aber die Qualität ist halt richtig geil. Und irgendwie die Emotionen da drin und so haben mir mächtig gefallen. Deshalb will ich es einfach nochmal angucken. So, was haben wir hier noch? Oh mein Gott. Das, oh Gott, das habe ich gesehen. Das ist so crazy. Also gestern hat mir mein Kumpel davon erzählt. Real-Life Monopoly, ne, von Mr. Beast. So krass, ey. Das ist einfach heftig. Ja, Stucki, erzähl mal, wie geht's dir denn? Hast du gut geschlafen? Bist du gut in den Tag gestartet? Ja gut. Ich denke mal. Oh. Was? 36-minütiges Fazit? Willst du mich verarschen? Als ob ich mir das angucke, ey. Sowas von gar nicht. Frozen 2 Trailer. Okay, vielleicht kommen wir doch noch ein bisschen in die Kinoschiene rein. Ich glaube, heute wird einfach so ein Mischmasch irgendwie. Wahrscheinlich, jo. Oh, ich sehe gerade, das ist mein meistgegucktes Video von meinem alten Kanal. 621.000 Views hat.
Wow, okay, das ist viel. Horst, hey, hoi Steffi, ich muss go schaffe. Ach, ich würde gerne bleiben und nicht arbeiten müssen. Naja, also ist halt so, arbeiten zu dürfen ist eigentlich ziemlich cool. Ich frage mich gerade, was mit meiner Chatbox los ist. Wo ist meine Chatbox? Lol? Meine Chatbox ist nicht mehr da. Also sie ist noch da, aber sie wird einfach nicht mehr angezeigt. Also ganz ehrlich, also seit dem letzten Update von Streamlabs spinnt das so richtig. Das regt mich so auf. Was passiert hier? Warum funktioniert die Chatbox jetzt nicht mal mehr? Das regt so auf. Ich wette, dass die Alerts auch nicht funktionieren. Wow. Wow. Echt nervig. Keine Ahnung, woran das liegt. Eingestellt ist alles richtig. Ist ultra weird, Mann. Echt, ich verstehe das echt nicht. Vor allem jetzt, ich hab mir das letzte Mal so gedacht, so, ach komm, das die Alerts, das ist ja noch was, ne? Das geht ja noch so. Aber wenn jetzt nicht mal mehr der Chat funktioniert, ne? Das regt mich gerade ein bisschen auf, muss ich wirklich sagen. Ah, und Horst muss arbeiten gehen. Und der ist sowieso schon sehr spät dran, okay? Was ist im Hintergrund? Nein, eben nicht. Sie ist oben drauf. Das verstehe ich eben nicht. Ich hab ja auch nie was geändert an der Chatbox, ne, an den Einstellungen und so weiter. Die ist oben. Die liegt oben drüber. Ich habe ja nie was dran rumgeschoben oder so. Ich verstehe einfach nicht, warum das plötzlich nicht mehr funktioniert. Aber ich habe eben auch gehört, dass das Streamlabs seit dem letzten Update ultra rumbuggt. Wahrscheinlich liegt es daran. Aber es ist richtig ärgerlich. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Oh Mann. Das regt mich auf. Was es geht, habe die Kranscheibe kaputt gemacht. Was für eine Kranscheibe? Was ist denn eine Kranscheibe? He's insane. Turbo Henry. Hi, alles gut bei dir? Ja, lol. Das ist, oh Mann. Ah, jetzt. Hä? Warum geht's denn jetzt plötzlich? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, Leute. Was geht? Ich habe überhaupt gar nichts angefasst. Lol. Okay, also die Chatbox funktioniert wieder. Ich habe mal ein Spiel gemacht. Lust, Steffi? Sag mal auf Berndeutsch. Was Spatro? Dann vertauscht die Vokale. Es klingt wie Ostdeutsch. Spatro. Hä? Also, hä? Du meinst, was? Sportka. Oder was? Also Sport, ja, aber Kä? Nö. Ja, ich mache ein Bild im Discord. Okay, mach das. Was auch immer eine Kranscheibe ist, bin gespannt. Sag es richtig. Ich weiß ja nicht, wie es richtig klingt. Spät dran. Also, ich weiß nicht, wenn du die Vokale vertauscht. Also von Spätro. Also A und O, das ist Sportcha. Macht doch keinen Sinn, ne? Und ich komme nicht von Ostdeutschland. Beziehungsweise Ostdeutsch. Ja, Ostdeutsch noch weniger. Ich komme aus der Schweiz, aus dem Mittelland. Ich kann kein Ostdeutsch. Ich kann auch kein Ostschweizerisch. Sportra. Ja, aber da fällt ein N. Sportran müsste es ja dann heißen. Aber okay, ich verstehe, ich glaube, also ich weiß, was du meinst, aber
Hat noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, Junge. Naja. Ich habe, wie gesagt, ein paar Videos, wo das eine jetzt hin ist, verschwunden ist, weiß ich nicht. Ich suche es gerade. Wo ist das hin? Das ist schräg. Oh lol, ich habe zwei verschiedene. Was? Ja, okay. Ich bin jetzt zwei verschiedenen Accounts drinne. Ich muss auch das kurz anpassen. Ja, zwei verschiedenen Accounts drin zu sein, das macht wahnsinnig viel Sinn, nicht wahr? Oh Mann. So, ah, und Leute, habt ihr das mitbekommen? Vor kurzem, also wann war das? Ich glaube, vorgestern, hat ja der Karl Dent ein Video geschaut, wo es darum ging, dass YouTube ein Problem hat mit Pädophilie. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und ja, wir haben, also ein Kumpel und ich haben uns gestern gerade gewundert, wie lange das wohl dauern wird, bis die ersten Firmen das mitkriegen und es in den Medien aufgepusht wird. Ja, ich hab noch so, ich so im Scherz gesagt, es wird nicht lange dauern. Ein paar Tage. Und siehe da, heute ist es schon raus. Heute haben die ersten Medien schon darüber berichtet. Das ist schon krass, das geht jetzt richtig, richtig schnell. Und jetzt wird YouTube ein richtiges Problem bekommen. Das ist schon krass, ey. Guten Morgen. Was? Oha, Rocky? Heißt das Rocky oder Raki oder Reki oder. Sag mal. Ich hoffe, dir geht's auf jeden Fall gut. Du bist gut in den Tag gestartet. Aus Ostschweizer. Ich bin Spätro. Ah, ich bin Sportre. Sportke. Ja, aber das sagt doch niemand. Ein Ostschweizer. Die sagen doch nicht Dre. Dre, das ist. Das ist dran, wenn schon, oder so. Oder? Ich weiß es nicht. Also bei uns, die Ostschweizer, also so Jonas, mit dem ich kenne, der sagt nicht Dre. Nee, der sagt, ich bin Sport dran, wenn schon. Guten Morgen, Yannick. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Nintendo Man oder Domin. Wie geht's dir? Guten Morgen. Hi. Ja, never mind. Lassen wir es sein. Was? RXK1? Alles einzeln? Puh, hast du einen Spitznamen? Weil alles einzeln aussprechen ist irgendwie mühsam. Und Bavit Stumpen ist auch hier. Guten Morgen zusammen. Ja, eben, habt ihr das mitbekommen? Also, der Karl Dent hat ja in seinem Livestream. Edu! Bist du der Edu oder welcher Edu bist du? Aber hi, guten Morgen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, eben wegen. Ja, der Karl Dent hat ja ein Video geguckt in seinem Livestream am Mittwochnachmittag, wo er ein Video eben geguckt hat wegen YouTube, beziehungsweise dass YouTube ein Problem hat mit Pädophilie. Und ja, also mega heftig, ne? Also da kursieren ultra viele Videos auf YouTube, die zum Teil Millionen von Klicks haben. Man findet sie irgendwie nicht so einfach, aber man kann sie sehr einfach finden, wenn man weiß wie. Und ja, zack, der Ripper, Dankeschön für deine Follow. Jetzt weiß ich wenigstens, dass die Alerts funktionieren. Danke für den Test. Und ja, also es ist ziemlich, ziemlich heftig. Also ich habe mich gestern schon mit einem Freund darüber besprochen und wir haben uns gewundert, wie lange das wohl dauern wird, bis es in den Medien kursiert. Und eben, ich habe noch so im Scherz gesagt, so, ja, das dauert ein paar Tage und dann ist es vorbei. Also, und dann wissen das alle. Und dann werden sich auch die ersten Brands zurückziehen und keine Werbung mehr auf YouTube schalten wollen, weil, ja, ich meine, bis jetzt irgendwie hat es ja gar nicht wirklich funktioniert. Also, das sind Werbungen auf diesen Videos geschalten worden, wie überall auch. Und dass die Firmen das natürlich nicht wollen, das ist logisch. Und ich glaube, Disney,
Nestlé und noch eine Firma haben jetzt was war das? Muss mal gucken. Ah, ich gebe zum Link, den ich ihm geschickt habe. Disney, Nestle, ah, und Epic Games. Also Fortnite. Werden jetzt. Das heißt, ich kriege keine Fortnite-Werbung mehr auf YouTube. Oh, die werden jetzt nicht mehr auf YouTube wegen eben diesem Pädophilie-Problem. Und das finde ich. Ich glaube, es geht nicht mehr lange und dann machen es ganz viele Firmen genauso. Und dann ist YouTube vorbei, hätte ich fast gesagt. Also vor allem das Geld verdienen mit YouTube, so, ne? Domin, was, du hast das dialektfreie Hochdeutsch mega gut im Griff. Ach, danke schön. Ich hatte ja auch viel Zeit zum Üben, ne? Also manchmal passieren mir immer noch Fehler. In der Schweiz haben wir halt sehr viel französischen Einfluss, weil ein Teil von der Schweiz redet ja auch Französisch. Und ich bin auch in einem Kanton aufgewachsen, der bilang ist, also zweisprachig. Und also Französisch und Deutsch, also Deutsch, Hauptsprache Französisch, noch ein kleiner Teil des Kantons, aber wir haben sehr viel Einfluss, also sehr viele französisch angehauchte Wörter. Und das merkt man manchmal auch bei meiner Aussprache. Das kriege ich nicht raus. Ich sage auch ganz oft eine Serie anstatt eine Serie. Und das ist und oder Hysterie. Ich glaube, ihr sagt Hysterie oder nee, ihr sagt auch Hysterie, oder? Ich weiß es gerade nicht. Eben solche Sachen. Sie weiß es ja nicht. Passiert aber ganz oft. Oder heißt so Sachen wie ich hab kalt oder also ja, ich hab kalt. Wir sagen halt ich hab kalt, ne? Und korrekt ist es ja, mir ist kalt. Oder was wir in der Schweiz auch haben, wir sagen nicht parken oder grillen, sondern wir sagen parkieren und grillieren. Das ist auch wieder so französisch angehaucht. Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Aber hey, guten Morgen, Jamal. Wie geht's dir? Grüße nach München. Was meinst du, diese Schminkvideos von kleinen Mädchen, die es gibt? Oder was meinst du damit? Nee, nee, Bäuerstumpen. Ich meine effektiv, wo man wirklich kleine Mädchen sieht, wie sie sich strecken und irgendwie das T-Shirt hochrutscht oder so, oder wie sie halt Turnübungen machen. Einfach so, ja, halt sowas, ne? Also so richtig pervers halt. Naja. Sir, wie geht's dir? Guten Morgen. Also wir benutzen oder betonen das R ja auch sehr stark. Was heißt wir? Also Domin, was heißt wir? Also ich kann auch Französisch. Wie Baguette. Wie je parle bald Baguette. Hallo Sam, alles gut? Und ihr sagt Hemogürgeli. Ja, Hemogürgeli sagen wir aber nur in Bern und Umgebung. In Zürich zum Beispiel heißt es komplett anders. Da sagen die ja, einfach Marienkäfer. Das ist Meierhäferli. Meierhäferli und wir sagen Hemogürgeli. Hallo zusammen. Buchi, guten Morgen, alles gut? Danke, Jamal, mir geht's gut. Sehr schöner Tag wieder einmal. Ey, was wir im Moment für Glück haben mit dem Wetter, das ist echt unfassbar, ne? Krass, krass. Wir Schweizer, ach so. Ja, das stimmt. Normalerweise eigentlich schon, ja. Nee, aber ich mache ja halt, also erstens hatte ich ja einen Ex-Freund vor irgendwie 8 Jahren oder so, der aus München gekommen ist. Oder der war, ich glaube, also ich gehe mal davon aus, der wohnt immer noch in München. Und dann habe ich halt echt jetzt 6 Jahre lang halt Videos auf Hochdeutsch gemacht und auch Livestreams. Und mit der Zeit lernt man es. Das ist halt eine Übungssache, ne? Und eine Willenssache, weil es ist halt auch ganz oft so, dass die meisten Schweizer, die wollen nicht so sprechen, ne? Die finden das dann irgendwie, keine Ahnung, nicht schweizerisch genug. Okay, das ist natürlich was anderes. Ja. Okay, ganz gut, danke. Hoffe, dir geht's auch gut. Danke, Sir. Ja, mir geht's wirklich sehr gut. Vor allem, eben, ich weiß auch nicht, ich habe gut geschlafen, das Wetter ist toll, ich habe mich auf den Stream gefreut. Von dem her, pass, pass. Oh, ich sehe schon, ich habe schon wieder Sonne im Gesicht. Aber das Gute ist, sie bleibt jetzt unterhalb dieser Linie. Basti, oh mein Gott, danke schön für deinen Tutsa, voll lieb von dir. Oh, so cool. Okay, jetzt ist die Kamera gut. Du hast mich unscharf gemacht. Ey, ey, hier bin ich. Das ist der Nachteil bei solchen Kameras, ey, mit Autofokus. Hallo. So, jetzt geht's. Damit, was ist das denn? Okay. Ich habe noch nicht geschlafen, aber bald. Wait, wie, du hast noch nicht geschlafen? Hast du die Nacht durchgemacht?
Oder arbeitest du nachts? Das kann natürlich auch sein. Du kannst doch gar nicht unscharf sein, Steffi. Oh, danke, Bayerische. Ach, du alter Charmeur. Wo bin ich stehen geblieben? Ursprünglich mal, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber, dass wir bei Dings waren. Genau, bei den Pädophilie-Videos auf YouTube. Genau. Und ja, eben. Und YouTube wird ein ordentliches Problem bekommen, auf jeden Fall. Und mal schauen, wie lange es geht, bis die meisten Filme nicht mehr auf YouTube sind und Werbung schalten. Ne? Das würde mich nicht wundern, wenn das ganz, ganz schnell dauern, also ganz, ganz schnell gehen würde. Ist auf dem Schlauch. Ja, ein bisschen. Bin ein Nachtmensch, bin daher immer lange wach. Ja, aber es ist 10 Uhr morgens. Das ist für mich nicht mehr lange wach sein. Für mich ist lange wach sein so bis 5, 6 Uhr morgens, dann gehst du pennen. Aber so ist ja richtig, ja wirklich so vampirmäßig, ey. Aber ich meine, Vampire würde ja theoretisch auch ins Bett gehen, wenn die Sonne aufgeht. Und das ist so, ich glaube, das ist so um Viertel, also so 7 Uhr, 7:15 Uhr so. Und ich meine, es ist ja schon helllichter Tag jetzt. Krass. Wann schläfst du denn? Ich hatte zwar auch etwas. Ich hatte zwar auch vor kurzem von jemandem gehört, der ist auch, da geht immer so. Ich glaube, wann war das? Er wird ganz, ganz, also irgendwann um 3 Uhr geht der pennen, also nachmittags. Dann irgendwie um 8 Uhr steht er wieder auf oder 9 Uhr. Und dann schläft er wirklich nachmittags und dann durch die Nacht und vormittags, mittags ist er wach. Voll schräg. Ich finde das ultra weird. Naja. Oh, ja gut. Daily Dose auf Internet gucken wir immer gerne. Ja gut. Genau, was? Bald, bald. Aber dann bis am Abend schlafen. Okay, Schlafrhythmus ist halt im Arsch at the moment. Ich merke es gerade, ja. Aber an was liegt es denn? Also, hast du denn Ferien im Moment? Wenn du natürlich Urlaub hast, dann verstehe ich das. Das ist auch sowas. Bei uns ist alles Ferien. Urlaub gibt es in dem Sinn nicht. Urlaub. Ich glaube, das sagen wir gar nicht. Bei uns ist alles Ferien. Und ich verstehe, ich glaube, Urlaub ist einfach, wenn man so 2 Wochen halt ohne Arbeit hat und in die Ferien gehen, das ist, wenn man dann verreist oder so, kann das sein? Weil bei uns ist alles Ferien. Oh mein Gott, ich sehe gerade, dass Google ein Doodle für Steve Irwin gemacht hat. Hä? Für Steve Irwin? Warum das denn? Okay. Ja, man gerade Nerdschaff. Ach so, ja gut, da bist du wahrscheinlich durchgehend am Zocken oder so. Und sobald ich nicht also aufstehen muss, bin ich durchgehend wach. Ich muss mich immer ins Bett zwingen. Bin selten so müde, dass ich. Was? Was? Was ist dein Trick? Wie kannst du nicht müde werden? How? Wie geht das? Oh mein Gott. Ich meine, wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Also wenn ich so gucke, wie viele Stunden Schlaf ich brauche, das ist so 8, 9 Stunden. Und dann bin ich richtig fit und parat. Aber, oh mein Gott, so, hä, so durchmachen und dann nie schlafen gehen und nicht müde werden. Das ist doch unmenschlich. Du bist wirklich halb Vampir, ey, wahrscheinlich. Wahnsinn, ey. Ist doch egal warum, einfach mega der geile Move. Hast du einen Link dazu? Kann man posten. So, ja, gucken wir doch mal ein paar Videos, würde ich sagen, oder? Heute wird es so ein bisschen durchmischt werden. Ich habe nicht wirklich eine, ja, was soll ich sagen, ist eine Stilrichtung. Also es geht ein bisschen, es wird auch über Gaming und Kino was sein, aber wir werden auch ganz normale Videos schauen halt so, ne? Ach so, ja, weil er heute Geburtstag gehabt hätte. Ach so, okay. Muss einfach auf Google gehen. Alles klar. Tanzverbot? Nein, Dom, Tanzverbot-Videos gucken wir nicht. Ah, jetzt habe ich Sonne im Gesicht. Jetzt muss ich. So. Alles klar. Aber es ist besser als vor ein paar Wochen. Weil vor ein paar Wochen war die Sonne so tief noch um die Zeit, dass sie mir so richtig so in die Sonne gebrettert hat. So, ich schalte mal rüber.
Und können wir mal das erste Video uns anschauen. Was ist das denn? Was angry with me? Was angry white? Amen. Women. Oh, was women? Ach so, oh Gott. Ja, women. Respect women. Oh Mann. Es wird Arbeit 4 bis 6 Stunden, weil ich ja aufstehen muss. Okay, 6 geht, aber alles drunter, puh, schwierig. Keine Arbeit, 8 bis 10 Stunden. Ja, eben, das ist ja ganz normal. Weiß nicht, was mein Trick ist. Ich glaube einfach, mein Körper ist so. Aber was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich wach bleiben will und merke, ich werde müde, dann trinke ich auch einen Kaffee und instant bin ich wieder wach für 4, 6 Stunden. Ja, gut, okay. Das ist ja nicht irgendwie mega so der Geheimtipps von dem her. Angry white women. Respect women. Ja, ist echt so. Ist halt wirklich so. It is, ma'am. Was ist, ma'am? Was? Hä? Was? Hä? Was meinst du mit it is? Hä, aber Leute, habt ihr das mitbekommen? Bei League of Legends? Bei der russischen Championship ist es, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er meint es Meme. Ach so. Bei der russischen Meisterschaft oder so, weiß ich, da ist ein Team dabei, das besteht komplett nur aus weiblichen Teammates. Die haben ganz schrägen Namen. Verlitis oder irgendwie so. Was gibt mal Ma'am auf YouTube ein? Ma'am. Okay. Futi, danke schön für deinen Follow. Das freut mich sehr. Und willkommen bei uns. Ach so. Oh mein Gott. You're gonna give me my fucking money back. Excuse me, sir. There's a young man in here. I told her. So excuse me, it's ma'am. It is ma'am. Ah, okay. You need to settle down and mind your business, okay? Ma'am, once again, ma'am. I said both of you. No, you said sir. Once again, it's ma'am. I actually said both of you guys. It was a general. Right beforehand, you fucking said sir. Sir? Okay. Motherfucker, take it outside. If you want to call me sir again, I will show you a fucking sir. I apologize. Motherfucker. I apologize now. Ooh, okay. I need your corporate number because I'm going to call them and talk about how I was misgendered several times in this store. I apologize for that. I need your corporate number now. Get it for me now. Man kann sie auch irgendwann mal gut sein lassen, ne? Well, I'm gonna ask you for the fifth time to stop calling me a man, because quite clearly I am not. Okay. Ja, gut, aber das Problem ist halt omnipräsent praktisch, ne? Das ist halt so. Gab auch für kurze Zeit eine weibliche. Was? Zellulit? Was ist mit Zellulitis? Wie kommst du denn darauf, Jamal? Oh mein Gott. Was? Tipps Fedora, okay. Sie hat anscheinend einen Rap veröffentlicht oder einen Teaser dafür. Okay, wer, was, hä? It's Mam. Ja. Gab auch für kurze Zeit eine weibliche Spielerin in einer der höchsten Ligen der USLCS, aber die hatte nur kurz gespielt, weil sie nicht so in die Öffentlichkeit wollte. Ja, es gab ja auch mal den Fall, dass ein Team einen neuen Spieler hatte, von dem man aber nicht wusste, wer es war. Der hat sich als Frau ausgegeben. Also er hat auf Twitter und so hat der halt geschrieben, also hat er so halt also ja, getan, als ob er eine Frau wäre. Und da ist ultra der Shitstorm losgebrochen, einfach nur weil Frau, ne? Und ja, und dann hat er sich später halt, ja, hat er die Wahrheit gesagt, dass er halt ein Mann ist. Und er war aber so richtig geschockt, ne, über die Reaktion, weil er halt nicht damit gerechnet hat, dass der Shitstorm so losgeht. Und es zeigt halt einfach mal wieder irgendwie, dass dieses Gender-Neutral-Denken irgendwie doch noch nicht wirklich vorhanden ist. Ich finde es ultra daneben, es ist so krass. Naja. Women suddenly turns back into men. Naja, also bei dem Verhalten, nee, das Verhalten, ich sehe das tatsächlich auch bei ganz vielen Frauen, die so richtig so aggro und Fluchwörter und so reden wie Kerle. Und das ist leider im Moment irgendwie, ja, so normal, sagen wir mal so, ne? Oh Mann, ey, die LOL-Mädchen-Gang. Nee, das ist irgendwie,
Wer so eine Russ, ich weiß nicht, wer irgendwas, Tilitis oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, alle von denen sind irgendwie Main Support und irgendwie ein oder zwei Teams, ich habe es nicht genau verstanden, weil es russisch war, ein oder zwei Teams haben gegen sie halt alle Support Champions, die sie am meisten gespielt haben, halt gebannt. Und ich meine, ich finde das eigentlich eine ganz legitime Strategie. Und Riot Russland hat die jetzt gewarnt. So, what the fuck, wieso? So daneben. So, man muss ja Frauen nicht einfach, nur weil sie Frauen sind, in Schutz nehmen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich liebe das Video. Dominauer, alles klar. Was? Kuschel? Schlange Racing. Hi, guten Morgen. Ich hoffe, du hast das Gewehr nicht ausgepackt. Und sonst kannst du es wieder einpacken. Wir wollen hier keine Gewalt, nicht wahr? Die oder der Mann-Typ-Frau hat ein Rap-Video gemacht, oder? Ach so, oh lol, okay. Ja, dann soll sie halt, ne? Bodied Film Trailer. Wo? Was? Hä? Bodied? Gucken wir uns Bodied an. Oh, wow. Sieht brutal aus. Bei Eminem. Oh, was? Ja, aber da gibt's ja schon. Gucken wir uns einfach den Trailer an, ne? Existenz Ripper. Nice 0815 Cosplay. Wir hatten 0, ach so. Donnie Narco, aka The Walking Drug Lab, aka Mr. Splash, put my drink on your bitch's ass and won't even tip the glass. You feel me? Okay! Das sieht aus wie 8 Mile. Ein bisschen so. Battle Rap is a street fight. You got someone right in your face trying to tear you apart. I don't know if I should slap you like a bitch or punch your face like a man. Cause I keep switching from open palm to a fist like a white boy shaking your hand. Oh nein! Voll reingelegt. You ain't kill none. So shut the fuck up and chill some. Just cause you look like Kim Jong-un doesn't mean you're ill, son. What? Asian jokes. You think? At least you knew I was Korean. As far as I'm concerned, that's culturally sensitive by battle rap standards. Wow. Ich hab grad Gänsehaut. Richtig gekillt, ey. Audience reaction, it's like heroin. So, what do you wow. do? I mean, besides appropriate black culture for your livelihood. Oh. She bodied you. Not tonight, Satan. Whenever I battle, I'm gonna get the bitch boss and you gonna get the Asian boss, cause that's what the audience wants to hear. Intolerance will not be tolerated! Delete your account. What you gonna do? You ready for this? You're crunchy granola. I can tell by your pungent aroma. We got bitches, blunts, pregnant prostitutes. This bitch got a wider gap than the income between white and black. Are you trying to satirize? If I did, then would you be satisfied? Stop rhyming, you little... When I'm done with this soft white rapper, he'll be on lines after typing all lives matter. Ha ha, white people. Nice. That's why I watch rap battles. The body's entire family. Yeah. Nicht schlecht. Look, front, back, front, salute. Got it? Got it. Alright, that was great. Oh my god. Okay, krass. Das ist der, ne? Aber kann man wahrscheinlich nicht gucken. Nee, nee. Heftig. Ja, sieht nice aus. Halt wirklich, ja, ich meine, es ist produced by Eminem, von dem her ist es klar, dass es irgendwie ähnlich wird wie 8 Mile, aber richtig nice irgendwie. Das gilt selber mit dem E-Sports Girl, wo instant in ein E-Sports Team aufgenommen worden ist und dann ist rausgekommen, dass es ein Mann ist. Nee, das war eben umgekehrt. Das war umgekehrt. Sir, das war eben andersrum. Dass ein Team einen neuen Teammate aufgenommen hatte und der hat sich aber als Mädchen dann ausgegeben gegen außen. Die internen, die wussten schon, dass es ein Kerl ist. Ja, das war das Shitstorm. So, die nimmt nur Frauen auf, weil Frau und so. Und die internen, die wussten das aber. Die wussten das.
Ja, deswegen, und ja, deswegen waren alle so geschockt irgendwie. Naja. Was, das ist normal, dass man die besten Champs der besten Spieler bannt. Ja, eben! Und Riot Russia hat da irgendwie die Teams abgemahnt, dass sie das nicht tun sollen. Nicht mehr so. What the fuck? Ich meine, man bannt ja eben genau die Champions, von denen man weiß, dass die anderen Spieler sie am besten können. Also es ist Schwachsinn, dann irgendwie random irgendwelche Champions zu bannen. Das macht null Sinn. Jecks, ja. Aber warum macht man sowas überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. Irgendwie Riot Russia hat da das Spielprinzip vielleicht, also das Turnierprinzip. Keine Ahnung, vielleicht wollten sie auch einfach die Mädchen damit schützen. I don't know, weil sie dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß es nicht, das ist auch dumm. Ach so, na, meinte sich als Frau ausgeben. Ich glaube, das war mehr so ein soziales Experiment oder so, glaube ich. Von dem her, ja. Also, kann man ja mal machen, aber jo. Yo, 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 was geht? Hallo Römer, wie geht's dir? Alles gut? Bist du am Arbeiten? Machst du wieder Dings kaputt? Strom-Dings-Bumsens. Wie heißt das? Stromübersetzer. Stromzähler war das. Stromzähler. Du hast einen Stromzähler ja letztens in Wasserzähler umgewandelt. Alles, was Beine hat. Wie, was meinst du mit alles, was Beine hat? Spielverderber ist da. Römer ist kein Spielverderber. Er ist Game Master. Yo, moin boy, Römi, what's up? Riot ist halt leider auch von was zerfressen, die Firma? Was soll das heißen? Was geht? Alles, was Beine. Ach so. Oh, wow. Wow, plump. Okay, gucken wir noch weiter. Ich will das noch gucken. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Yay. This is probably the worst parent in the animal kingdom. These are Christmas Island red crabs, oh my and God. They give birth to millions of baby crabs every year. The parents take advantage of the free... Das sind alles Babykrabben da unten. Oh mein Gott, rundherum. Puh. Crazy, oh mein Gott. Social Justice Warriors. Nee, eigentlich gerade nicht. Sexismus, eigentlich ist hat Riot ein Problem mit Sexismus. Alles andere nicht wirklich. Das sieht aus wie Kaviar. Hat Food ein bisschen was, love ne? To eat their babies. Es schmeckt bestimmt gut. Oh mein Gott. Das ist schon heftig, irgendwie. Oh yes! Wie geil! Oh Leute, ich habe gestern in Zürich habe ich eine Frau gesehen mit so Stöckelschuhen und also einem Kickboard. Also ich weiß, dass dieses Rollen aus dieses Ding halt. Wie sagt man dem? Trottinett, sagen wir immer. Oder eben Kickboard. Ja, aber mit so Stöckelschuhen! Wie kann man auch so Stöckelschuhen auf so einem Ding fahren? Müsst ihr verarschen? Gut, sie ist nicht gefahren, sie ist nebenher gegangen. Aber es war auch auf dem Perron, also von dem her, ja. Ja, der gönnt sich, ne? Ja, so richtig gönnt er sich, ey. Der frisst seine eigenen Kinder. Das ist nicht einfach nur schlechtes Parenting, das ist Kannibalismus! Das war richtig... Ah! Ah, wie cute! A photographer captured some incredible video footage of these sharks near Ecuador. Das sind viele Hammerhaie. Sehr, sehr viele. Ihr wisst schon, wie man, wenn man von einem Hai oder so angegriffen wird, beziehungsweise wie das Haie sterben können. Das geht nämlich ganz einfach, sage ich jetzt mal. Man muss sie einfach auf die Nase boxen. Da sind sie am empfindlichsten. Und Haie sind immer in Bewegung, weil sie sonst keinen Sauerstoff bekommen. Und wenn man sie rückwärts zieht, dann ertrinken die. Das ist voll krass. Einfach auf die Nase boxen. Ja, ist wirklich so. Ja, und wenn man sie rückwärts zieht, also, aber das haben auch schon mal Tierquäler gemacht, das habe ich mal mitbekommen. Da haben die ein Hai
an der Schwanzflosse am Boot gebunden und ihn rückwärts durchs Wasser gezogen. Und ist er natürlich gestorben. Ich finde das so daneben. Das macht man einfach nicht. Easy clap, yo. Oder in die Augen. Das weiß ich nicht. Ein bisschen schwierig, wenn der Hai so groß ist, dass du nicht rundherum kommst. Dann hängst du so in seinem Maul drin. Was, mein Lieblingshund wäre ein... Ein was? Samoyede? Was ist das? Kann ich nicht. Wieso stirbt der, wenn man ihn rückwärts zieht? Weil dann Wasser in seine Kiemen kommt und dann ertrinkt er. Deswegen stehen sie auch nie still. Weil wenn sie stillstehen würden, würde das Wasser in die Kiemen reinströmen. Und deswegen sind sie immer in Bewegung. Immer, immer, immer. This person taught her dog how to play the floor is lava. The floor is lava. Oh no! The floor is lava. Wie geil! The floor is lava. Oh. Oh no! Oh, brava, wow, wow! Ja. Das ist sehr cool. Das kann tatsächlich sehr nützlich sein. This diver found a fish caught in a plastic bag. Diri, guten Morgen! Oh nein! Oh nein! Boah, wie will der da selber wieder rauskommen, ey? Krass! Funktionieren Kiemen nicht im Wasser? Nee, normalerweise schließen sie sich eben und bei Haien nicht. Irgendwie sowas. Oh, wie geil. Klatsch. Oh. Jelly Tetris. Oh mein Gott. Sieht irgendwie satisfying aus. Oh mein Gott. That's in this video, but I just wanted to quickly dedicate this video to my cat Cupcake, who passed away a few days ago. Oh, she died a few days before her 18th birthday. Peace. You know, she was more than a cat. She was my best friend and helped me get through some of the worst and most depressing days of my life. Aww. Oh nein, wie niedlich. Aww. They go around in circles. Aww. Ow! Ow! Wie fies! There she is. Aber das machen meine Katzen, also die Katze, die bei meiner Mutter wohnt, auch immer. Das spricht sie plötzlich deinen Fuß an und beißt sich so rein. Go inside. Go. Go. Good job. Aww. Sehr cool. Ah, Katzen sind das Herrliches. Was, wenn der Hai vorwärts schwimmt, filtert er den Sauerstoff aus dem Wasser rückwärts, dann mehr oder weniger umgekehrt. Beziehungsweise er trinkt. So schaut's aus. Danke, Sir. Das google mal. Oder Samoyed. Cutest dog ever. So flauschig. Okay. Es gibt einen Kanal über den. Oh Gott, ja, ey, es war doch ein Showing Yellow. Was? Warum? Aber der ist wirklich mega flauschig. Es sieht wirklich erst so ein bisschen aus wie ein Eisbär. Mann, Mann, Mann. Ist das ein, was? XQC-Stream? Was ist das? Ist das, ja, das kann nützlich sein. Sollte der Boden wirklich mal Lava sein? Ja, ist halt so. Ach, das
wäre Römer. Oh wow, oh wow, beim schnarchenden Hund. Wie fies. Okay, ich glaube, das ist genug ASMR für heute. Was ist dieses Lamandonkey? Ist das Donkey? Okay. Oder wie er immer Sache ausspricht. Okay. Cheeto! Was ist mit Cheeto? Cheetos sind hässlich. Und oh, das erinnert mich an meine Katze. Die ist auch mein Best Buddy. Ja, Katzen sind was ganz Tolles. Meine Katze hatte ja dann Diabetes und die ist aber dadurch, dass wir sie zweimal pro Tag, dass wir ihr zweimal pro Tag eine Spritze gegeben haben, konnte die echt noch ganz lange leben. Aber es ist halt so traurig, ne, wenn die Katze dann eingeschläfert werden muss plötzlich. Ja, der Hund ist wirklich süß. Und ich kenne XQC nicht. Was ist das? Dog ASMR. Why are we still here? Just to suffer? Ich finde es total schräg, warum machen Leute das? Beziehungsweise, andere Frage, warum gucken Leute das? Ich meine, das hat fast 1 Million Aufrufe. Das ist nicht mal irgendwie interessant oder so. Ex-Overwatch Pro. Excuse me, okay, okay. Ja. Kann sein, I don't know. Jetzt weiß ich. Oh man. Sitzt die Augen, sind sonst geschminkt? Nee, die sind halt so. Oh, cute. Aber er ist halt wirklich süß. Aber warum ist er bunt? Warum geht das 7 Minuten? Evil at the same time. All because of that toy. Buckeye, you look so mean. Look at that. The wolf. The cute wolf. Give me a kiss. Oh my god. Buckeye. He looks at my hands. And then he gets evil. Shroudy Roddy kennt. Nein, kenn ich auch nicht. Love you, Buck. Oh man. Aww. Oder ein süßer Opa, der heißt Morpheus. So mean. Okay. Na cute. Mehr muss es nicht sein. Yeah, ja, stimmt. Es get crazy. Get crazy. Okay. Da hat jemand Spaß. So kann man einen Hund jahrelang beschäftigen, nicht wahr? Ich weiß nicht. Oh Mann. Wer ein knuddeliger Vampir, sieht wirklich cute aus, ey. YouTuber, ich will kein ASMR gucken, wirklich nicht. Oh Mann, wie lange geht das noch? Ach so, okay. Sitzt er da in der Tonne? Wie der einfach in der Tonne sitzt, ne? Oh mein Gott. Och nö. Oh Mann. Ob ich Tee oder Kaffee in der Tasse habe? Heute Tee. Schwarztee. Guten Morgen, Steffi im Chat. Wuppi, Jude ist da. Wupp, wupp. Sehr cool. Schwarztee, jo. Ah, nee, warte. Es ist nicht schwarz, es ist Weißtee. Ah ja, die rasten total aus bei diesen Dingern. Keine Ahnung, wieso. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Oh, da ist er ganz jung. Das ist doch so ein Türstopper, ne? Oh, nice. Schwarz ist nice. Ist okay. Oh Mann. Oh. Also ich sag ja immer, die besten Spielsachen für Tiere sind nicht die Sachen, die man im Tierhandel kaufen kann. What did you do? So cool. Oh Mann. Weird, was geht? Wie geht's dir denn? Da ist gar nichts drin. Steffi lügt uns nur an seit 20 Monaten. Nö, da ist was drin. Ja, ich kann es euch ja nicht beweisen, sonst schütte ich aus. What did you do? Minzentee for life. Minzentee ist auch ganz nice. You were a bad dog? Ich mag Grüntee aber generell sehr gerne. Oh. Are you sorry? Alright. Don't
Don't do it again, okay? Oh mein Gott. Kleine Frechste, sagst du aber echt. Er ist so süß, ey. Mir geht's super, dir. Mir geht's auch gut. Dankeschön. Nun, du gut, hey. Du kommst mit dir. Ja. Du voll gut rein. Oh, wie süß. Ich wohne nicht da, Freund. Hörö, inte skälla. Was ist das denn für eine Sprache? Das schmilzt ja einfach das Herz, ey. Oh. Boah, das ist wirklich mega flausch. Aber da hast du Haare rumliegen, ey, die ganze Zeit. Oh, jö. Wie kann man denn so cute sein? Ja, gell, das ist so süß einfach. So flauschig. Skandinavisch, meinst du? Vögel können auch mega cute sein. Ja, ich weiß, ich habe auch schon gesehen. Es kann so wirklich sein, dass norwegisch oder finnisch oder so. Oh. Ich glaube, so ein Hund, also den kann man auch eher so in den nordischen Breitengraden haben, weil mit dem Fell, der leidet sonst, wenn es so warm wird, ey. Ich bin auch mega cute. Ja, das bist du, Römer. Das bist du. Bra. Oh, wow. So. Na komm. Ah, noch 2 Minuten. Warte. Voll süß, ey. Oh, was? Voll frech. Oh. Was ist denn der Ohrenbohr? Wie das aussieht, nein. You're not cute. You're hot as hell. Ja, genau so wie wir. Das ist süß einfach. Oh, wie er guckt. Oh nein. Oh. Ihr habt es alle gehört. Ich bin cute. Wispo, guten Morgen, wie geht's dir? Und Palme, alles gut bei euch beiden? So. Oh Mann, ey. Okay, fertig mit Hundenvideos, okay? Fertig, keine Hunde mehr. Herr Bestens, und bei dir? Mir geht's auch ganz gut, dankeschön. So, ah ja, hier, die neue Overwatch-Map, die will ich mir angucken. Paris, oulala, chérie. Gabaret, wie geil. Dürfte ich fragen, was du genau bei eSports.ch machst? Das darfst du fragen. Und zwar bin ich Moderatorin und Social Media Managerin. Oh, das sieht hübsch aus. Das ist eine Angriffsmap, oder? Bombe See! Du Paris! Wie geil! Habt ihr das gesehen? Warte. Guckt mal beim Ausrufezeichen. Okay, sehr schön gemacht. Fuck, du bist sehr sympathisch. Danke, Palme. Das freut mich natürlich zu hören. Oder beziehungsweise zu lesen. Ja, Wispo, ist das genug geantwortet oder möchtest du eine ausführlichere Antwort? Wohnst du in Zürich? Nein, Dominik,
Bern wohne ich. Bern, Baby! Sehr angenehm zuzuschauen. Ah, danke schön. Das freut mich natürlich. Was ich noch angucken möchte. Genau. Leute. Mein Mann an alle. Daisy Wawa, hey, guten Morgen. Für Leute, die den ersten Teil schon nicht machen, tut mir leid, es ist gleich vorbei. Es Barner Modi, genau. Es Meiti. Oh! Ich will das einfach bitte gucken. Tschüss. Ui. Let's do that again. Shit, man. Hey, das sieht voll schön aus. Ohne Scheiße. Das ist richtig schön gemacht. Boah, wow. Erinnert mich ein bisschen an How to Train Your Dragon. So. Der ist aber hardcore drauf, ey. Zu geil. Was November erst? Ich will nicht bis November warten müssen. Oh, aber ja gut. Oh, ich freue mich. Hab den ersten Teil gesehen. Ich muss ja sagen, ich habe den ersten Teil mindestens 8-mal geschaut. ich weiß auch nicht warum. Ich finde das einfach toll. Was Wispo, moin. Ja, was, ihr kennt euch? Palme und Wispo kennt euch. Dich kenne ich auch. Spielst du nicht professionell? professionell Fortnite. Ist das so? Oh wow, okay. Und hey, Chat übrigens. Echt? Wispo, warte. Also dein Twitch-Name sagt mir jetzt nichts irgendwie. Vielleicht bist du unter einem anderen Namen bekannt, kann das sein? Da kommt schon wieder ein neuer. Was heißt schon wieder? Hey, der alte. Wann ist Frozen 1 erschienen? Frozen. Wann ist der rausgekommen? 2013. Das ist 5 Jahre. 6 Jahre her. Das ist nicht schon wieder. Das ist so mega lange gegangen, ey. Das hat voll lange gedauert. Kennst du oder die Römer und Freezy Yoshi? Freezy Yoshi? Nee. Wie heißt der? Ah, Freezy. Freezy Yoshi. So. Aha. Nee, kenne ich nicht. Ja, Leute, steht Tadl im Titel, denn ich brauche Klicks. Intro! Okay! YouTube-Analyse. La 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 la. Ja, la, la, hey, la, la. Willkommen zu einem neuen... was ich da trage? Na, das ist ganz klar. Ich trage das Super Freezy Yoshi Merch T-Shirt. Link findet ihr jeweils bei den Endcards.
Der Film noch mit dieser overhypen Legria, ne? Krass. Ja, und ich habe schon mal gesagt, ich danke allen, die das scheiß Merch kaufen. Kürzlich haben sogar zwei Kumpels von mir ein Foto geschickt, die sich zufällig an einer Party-Location getroffen haben und beide hatten mein T-Shirt an. Wie geil war denn das bitte, Leute? Hier Foto. Voll cool. Da nochmal Foto. Hier auch nochmal ein Foto. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Ja, und ganz ehrlich, gibt es einen cooleren Slogan als das hier? Ich meine, jeder Trottel läuft mit deinem Adidas-Sweater rum oder keine Ahnung, mit deinem Jack and Jones T-Shirt. Aber habt ihr schon mal sowas gesehen? Nein, weil es das einfach nicht gibt. Und was glaubt ihr denn, wie die ganzen schönen Damen darauf reagieren, wenn ihr mit deinem T-Shirt kommt, das sonst kein Typ anhat? Also ganz ehrlich. Und der eine Typ hat mir auch erzählt, dass er sogar eine Frau klar gemacht hat. In meinem T-Shirt. I'm sexy. Deswegen, Freunde, kauft euch das Zeug. Lange Rede, kurzer Sinn. Sehr kurzer Sinn vielleicht sogar. Kommen wir zum Video, aber bevor ich anfange mit dem Hauptthema, ja, es hat alles einen Zusammenhang, aber Step by Step. Ja, irgendwie, wie ihr vielleicht gemerkt habt, es läuft im Moment nicht so gut auf meinem Kanal. Also klar, ich habe über 3000 Abos, das ist okay, aber in letzter Zeit ist mein Kanal einfach nicht wirklich mehr gewachsen. Und ich frage mich einfach warum, weil eine Zeit lang habe ich halt diese YouTube-Analysen gemacht mit Tadl und ApoRed und so, gab natürlich auf jeden Fall mehr Klicks, aber ich fand jetzt zum Beispiel in meinen letzten Videos, ohne jetzt arrogant zu sein, fand ich einfach sehr geil. Zum Beispiel das Playbook-Video, wo ich halt so YouTuber hochnehme oder auch Freezy's Seelsorge, keine Ahnung, also geil. Ich persönlich fand diese zwei Videos ziemlich gut. Sonnenbrauen lenken so ab. Klar, warum? Kann ich nicht so viele ist ein bisschen buschelig, Aufrufe okay. erwarten wie bei einem. Ich finde eher die Wimpern so krass, die sind mega lang. Klar. Aber irgendwie finde ich so ein bisschen schade, dass diese Videos nicht so verbreitet sind. Deswegen, ja, teilt doch diese Videos einfach mal, zeigt sie euren Familien, eurer Schule oder keine Ahnung, zeigt sie bei eurem nächsten Date. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn diese Videos ein bisschen verbreiteter sind. Und ich weiß, ich habe hier einen Pickel. Keine Ahnung, warum ich heute eine Cappy anhabe, wo man das doch sehr gut sogar sieht mit der Cappy. Aber ja, das ist jetzt eigentlich auch scheißegal, denn jetzt geht es eigentlich weiter mit dem Video. Und diese ganze Rede, die war nicht einfach so. Nicht Nein. mehr, weil ich mehr Aufmerksamkeit wollte, sondern das Video gefangen 13 Minuten, willst du mich verarschen? Nee, du wolltest natürlich nicht mehr Aufmerksamkeit, das ist so. Ja, die Videos gehen wirklich sehr ab, ey. Guck mal das an. Alle hassen Tadl. Aber wie lange gibt's den Kanal schon? Was machen der so für Videos? Der hat seit einem Monat nichts mehr hochgeladen. 5 Monate. 5, 6. Okay. Junge, ich kann dir ganz klar sagen, warum dein Kanal nicht mehr wächst. Der macht ja keine YouTube-Videos mehr. Es läuft. Der ist auf Twitch. Er ist nicht auf Twitch. Also schon, aber... Oh Gott, es gibt Unterhosen. Oh Gott. Schade. Ja gut, also der hat seit Ewigkeiten nichts mehr wirklich hochgeladen. Kein Wunder wächst sein Kanal nicht, muss ich halt wirklich sagen. Oh, wow. Also, Dormel, kennst du ihn persönlich? Also kannst du ihm sagen, dass du als YouTuber alle mindestens 5 Tage ein neues Video hochladen musst? Ansonsten bist du irrelevant. Ist halt leider wirklich so. Also das heißt, wenn er wirklich wachsen will und so weiter. Und wisst ihr, eigentlich wäre... Ich bin ja bei der TubeCon noch in der Orga, ne? Das will ich dich anmelden. Und, das ist ein deutscher YouTuber! You fucking kidding me? Wenn natürlich deutscher YouTuber steht, dann kann ich es gerade vergessen. Ne, der ist Schweizer, oder? Ist der Schweizer? Der ist schon Schweizer. Weil wenn er nicht...
Also vom Dialekt her ist er eindeutig Schweizer. Da steht auch Deutschland. Ja, kein Wunder, habe ich den nie gefunden. Hm. Das Problem ist, es ist ja so, ich bin ja eben auch bei der TubeCon mit drinne und wir suchen ja immer Schweizer YouTuber, die guten Content, also beziehungsweise einfach, wir suchen einfach Schweizer Creator und die bei uns bei der TubeCon dabei sein wollen und so weiter. Und es ist halt ultra traurig dann, wenn die Kanäle angeben, sie seien aus Deutschland, weil so finden wir sie nicht. Wir schauen nach Schweizer Kanälen, nach Kanälen, die Ortschaft Schweiz steht. Natürlich finden wir dann solche Leute nicht. Weil genau solche YouTuber wollen wir eigentlich bei uns haben, ne? Es ist schade, es ist mega schade. Es generiert mehr Klicks durch den Ort. Das bezweifle ich stark. Das sind allein die Einstellungen. Du musst nur den Algorithmus verstehen und die Metadaten alle richtig setzen und dann funktioniert das. Ich habe auch Schweiz angegeben bei meinem Kanal. Es hat keinen Einfluss. Naja. Ja, ich spiele Fortnite professionell. Bist du eine Orga eigentlich? Oder noch auf der Suche habe ich irgendwo... Nee, suche noch nach einer guten Orga, okay. Ja, Wispo, was sagst du denn eigentlich zu Apex? Das würde mich mal interessieren. Jetzt, wo Apex da ist, ist es ja mit Fortnite ein bisschen... ich will nicht sagen, es ist vorbei. Es gibt es ja immer noch, aber die Viewzahlen und alles ist mega gesunken, ne? Method Chain Array, let's go. Hö, das ist doch schon ultra lange durch. Duri, das ist schon lange vorbei. Chain Array ist 2 Wochen her. Alles easy. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück. Naja, in der Szene kennt man mich. Du spielst, denke ich, nicht Fortnite. Auf höherem Niveau. Ich spiele überhaupt kein Fortnite. Ich habe es nicht mal runtergeladen. Sorry. Nee, aber wie heißt du denn in-game oder so? Wie ist denn dein Gaming-Name? Ist der auch Wispo? Auf jeden Fall haben wir dich wahrscheinlich, also glaube ich, noch nie bei uns auf E-Sports erwähnt oder so, ne? Meine Reichtucht. Warte, du musst unterstützen, lol. Ja, das stimmt schon, aber der ist ja nicht mehr aktiv. Ich unterstütze keine Leute, die nicht aktiv sind. Der Handicap! Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Bist du gut in den Tag gestartet? Ich habe vielleicht keinen Bock mehr, I don't know. Ja, weil er nicht mehr gewachsen ist. Das passiert ganz oft, dass Leute dann nicht mehr wachsen. Also das Wachstum des Kanals stagniert und dann hören die einfach auf, weil sie sich denken, so, das ist die Mühe nicht wert. Ist aber schade. Wobei, der hat ja vor kurzem gestreamt, wenn man hier so guckt, so vor einem Monat. Minecraft, warum auch immer. Von dem her könnte es ja vielleicht sein, dass er wieder zurückkommt mit anderem Content oder so. I don't know. Das Problem ist halt, dass man... Ja, ich will als Schweizer, das ist immer ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es am Dialekt. Generiert mehr Klicks durch den Ort, eben nicht. Ja, genau das, aber... Viele setzen ihre Standorte auf Amerika, damit sie mehr Leute erreichen. Das macht null Sinn. To be honest, das macht null Sinn. Ich habe ihn mal getroffen. Guter Dude, aber ja, hast recht. Komisch, dass er Deutschland schreibt. Ich weiß es nicht. Vielleicht schreibt er Deutschland und deutscher YouTuber, weil er auch Hochdeutsch Videos macht. Und Hochdeutsch redet. Oh, guck mal. Ah! Da hat er sich wohl von jemandem inspirieren lassen. nee, alles gut. Machen ja viele YouTuber mittlerweile. Guten Morgen zusammen. Apex, hi. Negrito, hi, wie geht's dir? Guten Morgen. Ich kann Toastbrotscheiben jonglieren. Ich bin stolz auf dich, Ruby. Das ist echt ein echtes Talent. Was? Nein, ich meine mit dem Frozen 2 Trailer. Der Anfang ist wie bei... Ach so, beim Chain Array. Ja, stimmt. Das war echt so. Das recht. Sorry, ich hatte den Zusammenhang gerade überhaupt gar nicht gesehen. Also ich bin zu unkreativ für regelmäßige YouTube-Videos.
Ja, das Problem ist, es hat nicht unbedingt was mit Kreativität zu tun, sondern halt einfach Bock. Ne? Man muss halt Bock haben dazu. Bei mir ist es ja auch so gewesen. Ich hatte irgendwann mal keinen Bock mehr und habe einfach nur noch was hingebröselt und das hat man auch gemerkt. So, ne? Und das, ja. Ich bin jetzt hier auf Twitch und da bin ich glücklicher, muss ich wirklich sagen. Was vorher Bloodhound, das war gestern Wraith. Ja, Wraith, also bitte, wenn schon, ne? Mir geht's gut, bisschen müde, aber sonst passt. Wie geht's dir? Das ist schön, Handicap. Also abgesehen von müde, aber solange es dir gut geht, dann ist das müde nicht so schlimm, weil bald Wochenende ist. Ich würde gerne, aber mit Kids dies, das ist es nicht so leicht. Was? Wie, was würdest du gerne mit Kids? Okay. Oh Gott, ey, das will ich noch angucken, genau. Das ist so sick. Die Qualität, ey. Und einfach so die Atmosphäre und die Feelings, die sind so geil. Das ist schon älter, ich weiß, aber ich wollte es nochmal angucken. Und es wurde mir gerade nochmal vorgeschlagen. Boah. So richtig so, oh, mein Leben ist so langweilig. Das ist gut, ey. Die Dramatik in dem Video ist einfach zu nice, ey. Sieht aus wie Stitches! Voll eklig! Dein Lebensfreund ist zumindest zurück. Ich spiel's ja selber nicht, aber das Video finde ich einfach saugeil, muss ich wirklich sagen. Ist einfach so gut. Ist wirklich so. Ich würde gerne. Eben, das mit den Kids, das habe ich nicht ganz verstanden. Ach so, YouTube und Twitch etc. Alles klar, ach so. Ja, und man will halt auch die Kinder da nicht so ins Rampenlicht stellen irgendwie. Das machen viele Eltern, aber ich finde das ein bisschen daneben. Das ist auch schon alt. Ich weiß, das habe ich ja gesagt, aber ich finde es einfach so geil. Und es wurde mir so vorgeschlagen, ob ich das nicht nochmal schauen möchte. Und ich dachte mir so, boah, ja. Ich fand es eben richtig. Und ich habe es halt das letzte Mal nur auf dem Handy gesehen, auf einem kleinen Bildschirm. Und ich wollte es halt nochmal auf dem großen Bildschirm sehen, habe es aber dann vergessen. Und deswegen wollte ich es halt jetzt nochmal gucken, weil, wo ich schon daran erinnert wurde von YouTube, nicht wahr?
Also wenn du in der Schweiz wohnst und englischen Content machst, aber Standort Schweiz bist, bist du eher bei Schweizer angezeigt. Wenn du dein Standort amerikanisch setzt, wirst du mehr in Amerika in Umlauf gebracht, okay. Ja, kann sein. Muss aber zuerst Klicks generieren, so überhaupt in Algorithmus reinzukommen. Ja, und es ist halt, ich sage immer den Leuten, wenn sie mich fragen, ob sie auf Deutsch oder Schweizerdeutsch oder Englisch Videos machen sollen, ganz ehrlich, wenn du mit englischem Content, bis du da überhaupt mal entdeckt wirst, das dauert ewig. Da musst du richtig penetrant sein, sonst hast du keine Chance. In der Schweiz, voll easy mit Schweizerdeutsch. Weißt du, wie schnell das geht, bis du da entdeckt wirst? Dann machst du ja lieber mal zuerst zu Beginn schweizerdeutsche Videos, bis du das Potenzial da ausgeschöpft hast. Und dann kannst du immer noch auf Hochdeutsch wechseln, bis du da das Potenzial ausgeschöpft hast. Und dann kannst du immer noch auf Englisch Videos machen. Andersrum macht es keinen Sinn. Der Dr. Unbox King ist auch Schweizer, aber ist im deutschen Raum. Okay. Bin auch Wraith. Schade, könnt ihr zusammenspielen. Oh. Naja, es gibt ja sicher die Möglichkeit, noch was anderes zu picken. Kannst ja nicht immer dasselbe spielen, das wird doch irgendwann langweilig. Undercover Uwe, Grüße! Kennst du schon das Video vom krassen Uwe Kai? Nee, kenne ich nicht. Warum? Was ist das? Also, wer ist das? Vielleicht, wenn die Kinder mal in dem Alter sind, wo sie selber zocken. Ja, warum nicht? Dann könnt ihr so einen Family-Channel machen. Weißt du, wie geil das wäre? So die Kids und du, so ein Family-Twitch-Kanal, wo ihr zusammen zockt. Weißt du, wie cool das wäre? Richtig nice. Einfach Slow Motion und die passende Musik, dann wirkt alles atmosphärisch. Sawa, ja, oder David, guten Morgen. Jein, ich finde die Dramaturgie auch von dem Storytelling finde ich halt sehr gelungen, muss ich sagen. Finde ich wirklich gut, also von dem Video. Wer hat Twitch länger, du oder Römi? Wahrscheinlich Römer, ganz bestimmt. Römer lebt ja praktisch auf Twitch, ne? Ja, so das Tricks-Champ. Ey, nicht beleidigt werden hier. Jeder nimmt jedem das Seine. Also, warum Straven Nacker für den Video? Hallo. Wie findest du The Last of Us? Habe ich... Lass ich nicht in meine Nähe, seriously. Alles, was in dem Genre basiert, lasse ich gar nicht erst in meine Nähe ran. Wer wohl? Ja, echt, Römer. Wer denn sonst? Dr. Unbox King, nein, kenne ich auch nicht. Unbox King. Weißt du, ich habe mich aufgrund meiner Arbeit halt immer auf Schweizer Kanäle konzentriert, die halt auch in der Schweiz gelistet sind. Das Problem ist, wir haben Tools, die uns die Schweizer Kanäle anzeigen. Und das sind Schweizer Kanäle. Das Problem ist, dass uns dann Kanäle, die hier mit Deutschland bedingselt sind, die werden uns gar nicht erst angezeigt, weißt du? Von dem her, wenn du, also gerade jetzt, wo wir diverse Awards und so weiter haben, wo du da Deutschland steht, hast du keine Chance, in Deutschland was zu erreichen. Also du hast schon eine kleine Chance. Aber, ich meine, sorry, aber 150.000 ist für Schweizer Verhältnisse gigantisch. Weißt du, wie groß du in der Schweiz, also wie bekannt du in der Schweiz, in dem Schweizer Markt sein könntest? Aber in Deutschland bist du halt eine richtig kleine Nummer. Ne? Das ist halt das Problem. Ja. Ist halt schade, sowas. Ich find's ultra schade. Hey, euer Dogs ist am Start mit einer neuen Folge. Heute eine Sprechstunde. Beziehungsweise eine Q&A, wo ich sowohl eure Fragen beantworte, als auch natürlich auf eure Probleme eingehe. Wir fangen an. Das möchte ich eigentlich nicht hören, aber okay. Good morning in the... Was? Good morning in the morning? Okay, guten Morgen, Rico, wie geht's dir? Alles gut? Was? Ja, voll. Ich hört eigentlich schon spät. Wieso meinst du, das ist heute schon zu spät? Habe einen Kollegen, der YouTube macht, aber nie richtig groß geworden ist, leider. Wer denn? Erzähl mal. Kannst du bei YouTube in der Suchleiste eingeben. Krasse Uwe. Ist eine ostdeutsche Legende. So, so, ist es so? Ist es so? Was muss ich eingeben? Krasse Uwe, was? Krasse Uwe Kai. Sieht nicht nach Zeug aus, dass ich gucke. I'm sorry.
Lucius Schuhe sind Schmutz. Warum das denn? Du kannst das doch nicht so generalisieren, Beubelschuppen. Das funktioniert nicht. Das ist wie wenn ich sagen würde, Männer sind scheiße. Das ist auch eine pure Generalisierung. Das stimmt ja aber nicht. Hab du und Aldo die Videos noch von Aldo TV? Oh Gott! Römer, willst du mir was gestehen? Was sind das für ein Genre? Survival? Hey, was denn? Aber! Was denn, Negrito? Was? Aber! The Last of Us ist ein gutes Spiel. Ich weiß, aber ich mag die Genre einfach nicht. Ich hasse es. Es ist so. Boah. Oh. Starker Schweizer Akzent. Nur ein kleines bisschen. Aber die Frage ist ja, ob er mit Schweiz auch 150.000 Abos bekommen hätte. Ja, wäre schon möglich. Ist halt einfach, ich finde es halt einfach schade, wenn solche Kanäle dann verleugnen, dass sie eigentlich ursprünglich aus der Schweiz kommen. So, ne? Naja. 150k wäre schön. Ja, das wäre schon schön. Ja. Doch jeder, der jetzt so spielt, ist menschlich. Ah, oh, alter Junge, es reicht. Wirklich. Wirklich, es reicht. Bobberschuppen. Ist egal, ob er ehrenloser Champion ist oder nicht. Man beleidigt die Spieler dahinter trotzdem nicht. Das macht man nicht. Das ist respektlos. Eine Legende ist ein Big Tasty Tester. Okay. Würde ich nie erreichen. Ja, jetzt weißt du, was du machen musst. Du musst einfach Videos auf Hochdeutsch hochladen und dich in Deutschland anschreiben und dann passt es. Was hab gemeint? Heute ist es fast schon zu spät, wenn auf Englisch, wenn du so groß werden willst in YouTube. Ach so, ja, definitiv. Das musst du heute gar nicht mehr probieren. Von 0 auf 100 in Englisch. Nö, musst du nicht mehr probieren. Da musst du, vor allem, wenn die einzige Möglichkeit, wie das funktionieren würde, ist, dass du Kollaborationen mit anderen englischen YouTubern machst, die schon groß sind. Aber dann ist es fragwürdig, ob sie wirklich wegen dir kommen oder wegen den anderen YouTubern. Ja, und der Schweiz ist halt wirklich ein Nischenmarkt und da hast du noch die Möglichkeit, so richtig bekannt zu werden. Zeitakt.ch, aber das letzte Video vor einem Jahr, was? Alles vorher doch recht aktiv am Uploaden gewesen. Ich weiß nicht, ja, kenne ich nicht. Glaube ich zumindest nicht. Er zeigt immer ein Schweizer Fanli im Hintergrund. Ja, ist doch egal. Das heißt, das Problem ist, wir haben ja einen Award. Wir haben eine Award-Show, ne? Und wir suchen immer Kanäle aus der Schweiz. Und die Kanäle, die die Ortschaft Deutschland angezeigt haben, die erscheinen bei uns einfach nicht. Wie willst du denn rausfinden, dass der Schweizer ist, um Himmels Willen, wenn du ihn nicht kennst schon? Das hat einfach so das Problem, ne? Es ist doch egal, Boy, wenn stumm. Du beleidigst hier einfach mal random Spieler und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist halt, damit habe ich halt effektiv so meine Probleme, dass du halt einfach random die Spieler hinter einem Champion beleidigst. Und das finde ich einfach nicht okay, muss ich halt wirklich sagen. Grüezi, wow, Harbury. Guten Morgen, wie geht's dir denn so? Alles gut? Also Doc nennt seine Fans auch Patienten, das ist witzig. Okay, ja gut, das ist tatsächlich lustig. Fand die Idee mit den weißen Handschuhen, finde ich gut, für Unboxing vor allem. Wenn er die auch immer anhat. Aber, nee, hat sie wahrscheinlich nicht immer. Nee, hat er nicht. Aber finde ich sehr cool. Mit den weißen Handschuhen, eigentlich. Wenn sie ihn anhätte. Diagnose. Alles klar. Braintech-Syndrom, Pharma-Syndrom. Sehr geil. Okay. Peter Pan-Syndrom. Okay, alles klar. Ja, der Typ sieht cool aus. Ist nicht. Er ist ja schade, dass er nicht Deutschland, also dass er nicht die Schweiz gelistet hat. Naja. Sogar seine Domain.de und nicht CH für Batman. Ja, eben, das ist halt wirklich schade, ne? Naja, was soll's. Ist halt so. Was will man machen? Shirts gegen das Gamer-Syndrom will ich angucken. Sieht lustig aus. Gamer-Syndrom, alles klar. Keine für Frauen. Okay, schade. Ah, alle Artikel. Keine für Frauen. Schade. Bei mir im Stream ist gestern eine vorbeigekommen, die eine Webseite an der Stelle ist für Schweizer Streamer.
Oh, nice, okay. Suche sonst mal den Link raus, wenn du magst. Ja, sehr gerne, Nekrito, wirklich gerne. Oh, ja, danke, Harvey, mir geht's auch gut. Die Sonne scheint mir nur gerade so voll so rein, das macht schön warm. Und Sonne macht mir immer gute Laune irgendwie. Aber ich sehe dadurch ein bisschen dunkel aus, aber ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Der Gubin. Weißt du, Gubin? Kein Mathe. Der Website für Schweizer Streamer. Wut. Naja, also wenn du auf esports.ch gehst, auf den Twitch-Kanal von uns, da seht ihr auch alle Schweizer Streamer, die wir bisher in unserem Swiss Esports Weekly als Streamer of the Week vorgestellt haben. Wir haben die jetzt nämlich alle abonniert und in die Autoliste auf, also Auto-Host-List aufgenommen. Was streamswiss.ch? Würde mich nicht wundern, wenn du da nur reines Schweizerdeutsch sprechen dürftest. Shop gibt Digit. Ah, alles klar. Ja, denn, seit wann gibt's den? Also die Webseite meine ich. Aargau. Okay, kenne ich nicht. Okay. Da gibt es irgendwie. Also es ist so leer. Also so im Sinn von. Was machen die? Die haben kein Beschrieb und nichts, was sie da machen. Nichts! Was add me? Soll ich mich angeben? Da. Los. Ab die Post. Schicke! Danke! Bitte! Bin ich jetzt auch drauf? Oh, schade. Ich würde mich aber nicht wundern. Es gibt nämlich auch eine Webseite für Schweizer YouTuber. SwissTubers nennt sich. Keine Ahnung, nee, nicht SwissTubers. Das war was anderes. Und das Problem ist, dass auf dieser Webseite darfst du nur sein, egal ob du Schweizer bist oder nicht, du darfst nur auf die Webseite, wenn du auch Schweizerdeutsch sprichst. Bisschen diskriminierend ist es schon. Naja. Webseiten. Kann ich auch. Ich kann auch Webseiten. Ich habe den Link posten gewollt. Ich bin jetzt nicht... Was? Jetzt bin not ich the hero. Du kannst den Link gar nicht posten, Negrito. Du wärst instant... wie sagt man? Ja, du wärst geoutteilt worden, wenn du den Link gepostet hättest. Von dem her, sorry. Du hättest auch so kein Held sein können. Kann man sich da anmelden, auch wenn man English Only macht? Ich weiß nicht. Ist ja genau das, was ich gucken wollte. Es gibt keine Infos, keine Rahmenbedingungen, keine Infos, gar nichts, ne? Man weiß nicht mal, was genau die da vorstellen eigentlich, außer Schweizer Streamer. Was ja eigentlich Info genug wäre. Aber es heißt nicht, es ist irgendwie so, es spielt keine Rolle. Aber ich dachte mir einfach so, ich mache zwar Videos, also ich mache zwar meine Streams auf Schweizerdeutsch, aber ich bin Schweizerin, auf Hochdeutsch, aber ich bin Schweizerin, deswegen melde ich mich da jetzt einfach mal an. Ich meine, let's try this. Macht es alle. Alle, die streamen, können sich hier... Siehst du, jetzt hast du ein Out-Timing. Ich kann deine Nachrichten nicht mehr lesen, Sir. Mann. Ist noch im Aufbau? Alles klar. Aber eben, mehr Infos, bitte. Wer, warum, wieso? Warum reden die Leute in der Schweiz eigentlich so komisches Deutsch? Das ist einfach Schweizerdeutsch. Das ist nicht komisches Deutsch. Römi hat das sexyste Emote worldwide. Definitiv. Nee, nicht TubeSwiss. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Römi, wir sind Trini-Community für Feindschaft. Genau, Bünzli Love. Richtig so. Wenn du mal ein Video über den Alltag eines Forstwirts allgemein rund um die Forstwirtschaft anschauen möchtest, schau mal auf YouTube nach Austria Forst. Austria Forst. Was? Forst? Okay. Auf YouTube. Das da. Oh Gott. Oh, was? Krass. Also ich bin jetzt nicht so Fan davon. Ich muss einfach hier mal so vorschauen gucken und so. Das ist aber, ich muss sagen, sowas finde ich richtig nice, weil es halt wirklich eine Nische bedient, ne? Das ist richtig geil.
Kann man machen, aber interessiert mich jetzt ehrlich gesagt weniger, muss ich sagen. Es werden nur Live-Channels angezeigt, die off sind nicht. Warum denn nicht? Finde ich auch schade, weißt du? Finde ich auch schade. Andererseits macht es Sinn. Weil es gibt so viele Streamer, die sich immer so als Streamer darstellen und sich auch bei uns als Streamer of the Week sozusagen ein bisschen beworben haben. Und dann sind die nie online. Also wirklich nie. Die haben seit Monaten nicht mehr gestreamt. Und dann denkst du sie so, warum sollte ich dich denn als Streamer of the Week vorstellen, wenn du ja nie was postest, also nie streamst, so, ne? Oh Mann. Ich habe gewandt auf esports.ch oder Twitch und nicht auf StreamSwiss. Was hast du dort gemeint? Ich weiß nicht mehr, worauf du dich bezogen hast, weil deine Nachricht gelöscht wurde, sorry. Also esports.ch und Twitch-Kanal. Siehst du, wir hosten auch gerade jemanden. Ihihi. Why? Why? Ja. Ja, Schoki-Tiger ist halt gerade im Streamen so, ne? Von dem her wird der ordentlich gehostet von uns, natürlich. Natürlich! Also falls ihr ein paar Schweizer Streamer gucken möchtet, könnt ihr mal gucken, wenn wir so folgen. Beziehungsweise könnt ihr, also ja, ich meine, alle die hier halt so, ne? Das sind alle Schweizer Streamer aufgelistet, die wir bisher vorgestellt haben. Und halt natürlich halt so die Ligen, die gestreamt werden. So, genau. Chillig. chillig, sicherlich. Ich melde mich nirgends an. Ich bin nicht mal bei Plavize drin. Du bist auch kein Geek-Studi. Aber hier bist du drin, glaube ich. Du wurdest ja mal vorgestellt. Wo bist du? Bist du da Skip-Studi? Ist das Angry Noobs? Ja, wo bist du? Komm raus. Wieder durchspielen. Da bist du. Siehst du? Da bist du. Konntest dich nicht dafür entscheiden. I'm so sorry. Rivester König im Schatten. Nicht bei uns. Schlimmer auf dem Weg bewirbe ich mich auch mal, sobald ich endlich mehr Infos reingeschrieben habe. Ja, die Infos reichen alleine halt nicht. Du musst halt effektiv auch regelmäßig streamen. Du solltest ein paar Clips haben und so weiter, dass wir halt auch Material, also dass wir sehen können, was du überhaupt machst, wie regelmäßig du streamst. Und eben halt, dass wir auch Material zur Verfügung haben, das wir verwenden können. Aber mach das, sobald du ordentlich regelmäßig streamst. Ich habe gefragt, ob man sich auch dann anmelden auf der Espasa, wenn man nur English Only macht. Ach so. Muffy! Hi und guten Morgen und danke dir für den Follow. Es freut mich sehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wir hatten noch nie einen Schweizer Streamer, der Englisch gesprochen hat, muss ich sagen. Du kannst aber die meisten sprechen halt schon Schweizerdeutsch, muss man schon sagen. Beziehungsweise Französisch halt, weil von den Franzosen halt auch noch ein paar haben. Ne? Aber die meisten sprechen schon Schweizerdeutsch oder halt Hochdeutsch. Aber ich meine, kannst du dir mal Bescheid geben? Ich meine, du kannst ja sehr gerne bei uns im Discord-Channel, kannst du bei Self-Promo, kannst du dich reinposten, so, ne? Ja, ab Sommer überlege ich meine Arbeit und die Jagd zu filmen und dann auch mal so schauen, wie das läuft. Je nach Internet auch mal streamen und so. Muss halt dann einfach aufpassen, weil im Internet wird sehr schnell verurteilt, dass du halt wirklich erklärst, warum du jagst, was du jagst und so weiter. Dass du halt wirklich für dumme Leute, sorry Internet, aber weißt du, das Problem ist halt, dass du wahrscheinlich dann ganz schnell als Tiermörder oder so abgestempelt wirst. Das kann gut sein. Von dem her muss halt wirklich sehr gut erzählen, also ganz deutlich halt machen, warum du jagst und eben was. Und dass die Tiere halt aus diesen und diesen Gründen halt zur Jagd freigegeben wurde, halt weil sie den Bestand von anderen Tieren gefährden oder irgendwie sowas, ne, musst du dann unbedingt wirklich sehr genau sagen. Ich brauche halt mal Zeit zum Infos reinschreiben, aber wenn ich Zeit habe, game ich halt lieber. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du musst halt nicht wahnsinnig viele Infos drin haben, ne? Das reicht, hallo, ich bin Schweizer, ich heiße so und so und ich streame XYZ, das reicht total.
Was findest du komisch, Uwe? Ich hab mich da gesehen. Eben, sag ich doch. Komm mal zu Steffi und mache zusammen mal ein Let's Chat. Aha! Ja, aber rüber streamt auf Schweizerdeutsch. Der Tür der Tiere, gleich Arsch. Ja, das hat eben genau das Problem. Das ist diese Generalisierung, die halt wirklich ein bisschen problematisch ist, so, ne? Ja, sehr nice. Das ist endlich draußen. Geilo. Ah, okay. Muss ich mal dead inne schliere in den Discord. Ja, Logik, da so siehst du da oben. Ah, ne, du siehst gerade nicht. Siehst du da, wo die Maus ist, hier oben, bei den Social Icons, das ganz rechts, was gerade unter der Kamera ist. Also es ist rechts von dem Steam-Icon, das ist Discord-Item, da kannst du einfach beitreten. Aber Steffi, bitte gleich in der Compilation for the Playwits, ja. Hä, warum? LOL! Du bist überall dabei, aber nicht freiwillig, so in dem Stil, ne? Anscheinend bist du ja auch ein Geek-Stübli-Boy, aber nein! Genau, von Grund auf alles erklären und auf Fragen und Äußerungen eingehen. Sehr nice. Aufklärung. Nice. Finde ich gut. Ja, mach das, Handicap. Vielleicht tut das tatsächlich auch das Verständnis der Jagd ein bisschen in die Öffentlichkeit lassen. Und dann auch sagen, dass du halt wirklich von nose to toe, dass du halt alles verwendest und so, ne? Das ist auch ganz wichtig. Dass du halt auch zeigst, was du verwendest und wie du das verwendest und was du damit machst und so. Aber dann würde ich... Vor allem gerade bei Jagd und so muss halt da reinschreiben, dass es plus 18 ist wahrscheinlich, ne? Ja. Ich habe mittlerweile ein Stream Deck, gutes neues Mikro, arbeite ab und an ein neues Overlay. Okay, und trotzdem werde ich wohl erst nächstes Jahr streamen können, zeittechnisch. Och nein! Düri, los! So streamen. Würdest du dann rein nur Overwatch streamen oder was würdest du streamen? Warum zeittechnisch? Vor allem nächstes Jahr, das neue Jahr hat ja erst angefangen. Das ist voll schade. Ja, sowas kann ich auch nicht ab, außer bei Yasushi. Oh, Römer will nur ein bisschen zocken und streamen und so und wird dann auf einmal mega fame. Ja, ist doch nice. Ist doch geil. So, aber ich möchte noch... ach oh Gott, das hier. Oh Gott, ey. Also ja, das ist Werbung. Also von dem her... We have a ginormous monopoly. Der Typ ist einfach so crazy, Mann. We're playing with real money. We have four contestants. They're the winner of the merch contest, as you guys knew. We flew them down. They're going to be competing. Three are going to go bankrupt playing Monopoly, and one of them's going to win all the money and go home with a fat stack. Der Typ ist einfach so crazy. Before we go any further, let's get to know our contestants. The first winner of the merch contest is Reagan right here. He's competing for his little brother. The second winner is Logan. Hi, I'm Logan Michelle and I'm from Boca Raton, Florida. Third is Mr. Fiji. I'm Fiji Water and I'm from Walla Walla, Washington State. And then Blaze. Hi, I'm Blaze Reagan and I'm from Middletown, Indiana. Roll it and let's see what happens. Oh my god. So four, go for it. Oh my god. Oh, no. Oh, das ist doof, ne? Oh mein Gott. Also vielleicht, die es nicht wissen, der Hintergrund. Also ihr kennt ja bestimmt alle Mr. Beast, ne? Das ist der Typ, der unendlich viel Geld zu haben scheint. Und dann irgendwie so random zu ein paar Twitch-Streamern reingeht und denen einfach mal so $2,500 einfach so donated. Und der hat jetzt eben das so, also von allen Leuten im Januar, die in seinem Merch-Shop eingekauft haben, hat der 4 einfliegen lassen. Und Jail oder was? Ach nee. Hat er diese vier einfliegen lassen, um Real-Life Monopoly zu spielen. Und der ja gewonnen hat. Der hat einfach $10,000 gewonnen, also mit 1000 nehmen können. Das ist so krass. So krass, ey. Heftig. Oh, scheiße, ey. Variety. Overwatch Apex in erster Linie voraussichtlich. Aber dieses Jahr ist mein Kalender schon wieder am explodieren. Oh, schade. Und Wochenende und so geht auch gar nicht zum Streamen. Voll schade. That's illegal in these parts. It happens.
Nice story from Bronx. Listen. Alright, do you know the rules of jail? Ach so, ein bisschen zocken und streamen und schon wird man mega fame. Ja, das ist wirklich Life-Story von Gronk, ey. Bin mal am Discount-Joint. Sehr nice. Ach, wie geil, auf Netflix. Oh mein Gott. Oh no. Was ist das für ein Film? Oh Gott. Das ist dramatisch. Oh mein Gott, ich muss den Film schauen. So, do you think you'll get a dub? You think you'll get a dub? I hope so. Was eventuell noch cool wäre im Discord, dass man sich eine Streamerrolle zuteilen kann. Und wenn einer streamt, man sieht ja auf der Seite, wenn jemand streamt, so. Und wir wollen ja nicht Streamer hervorheben eigentlich, ne? Es geht ja bei uns um E-Sports und nicht um Streamer. Eigentlich so, ne? Wie lange haben die denn gespielt? Ich habe keine Ahnung, Jamal. Keine Ahnung. Wie lange geht ein Monopoly? So eine Stunde? Anderthalb? Wie lange geht das Video? 15 Minuten? Das ist einfach zu krass. Oh Gott, die haben dann wirklich hier so Gitter hingestellt. Was geht? So just so everyone's aware before it gets too far. He's almost. Das ist einfach mit echt Geld, wisst ihr? Das ist so krass. Deadly for you guys. So $50 or roll doubles. What do you want to do? You get a roll double. One, two. Oh, two. Nein! Seriously? Das ist gecheckt, oder? Wie artig das ist! Oh mein Gott! Gibt es jemanden, der was? Ah, Game of Thrones noch nie sah? Ich glaube nicht. Also ja, doch, es gibt Leute. Ich habe schon ein paar Mal gehört von denen. Das ist das noch nicht gespielt, oder? Monopoly? Doch, aber sicher schon so 10 Jahre her, mindestens. Keine Ahnung. Get out of jail free card. Keep this thing. Oh, yes, I need that. Thank you so much. I needed this so bad. How are you feeling right now? I'm feeling great, but I think we should call your dad. Ich zum Beispiel. Yeah, echt? Du hast noch nie Game of Thrones geguckt? Wow. We got our contestant here. He needs some support in this challenge. Yes. Yeah, are you already balling up, man? I'm not. I just would love to talk to you. How are you doing today? Kümmern Sie sich um das, wofür Sie brennen. Somat kümmert sich ums Eingebrannte. Mit Somat Gold. Nee. Hast du kein locker mal 2 bis 5 Stunden gehen? Ja, dann gehst du wahrscheinlich 2 bis 5 Stunden. Das kann gut sein. Steht da was? They're just playing Monopoly. He's just trying to win a lot of money. A subscriber, I take your dog. Okay. I'm gonna buy some more here. Subscriber, I kick you. Oh my god. Soll ich das auch reinschreiben? Yes. Oh Gott, wie viele Werbung da ist geschaltet sind. Kein Wunder, dass er so viel kennt. Okay, I got it. I'm gonna beat them all. All of you guys, congratulations. Yeah. Alright, great advice. They're all gonna win now. They're all gonna win now, yay. Yeah. Ist nicht das Ziel, Junge. Aber ich werde demnächst anfangen. Mit Game of Thrones? Ja, tu es, tu es. Ich hab damals als Staffel was 5 rauskam, habe ich vorhin alle 4 Staffeln noch nachgeguckt. Vorher. Innerhalb von 2,5 Wochen. 100 He already almost ROI'd on that house. There we go. Hey, der Typ, der ist einfach, der hat Marketing verstanden, ne? So heftig. Na gut, aber alles will ich nicht gucken. Ich will nur wissen, wer gewonnen hat. Auf zur Party. $200. Let's go. Oh my gosh. Yeah, I got it. 190, 200. Woo! You're survivable. Das ist ja riesig! Wait, he has $5. So he's gotta sell some properties to the bank. Alright, so he's
selling this house for $130. So then you want to sell this one as well? So then you have $260. And you get $220. I appreciate all of this. I got like $75. All of this is not filled. Oh, hold my legs now. Hi, make sure you buy merch at shopmrbeast.com. Nine. Uh-oh. 1, 7, 8. Oh, no. Damn. Why does he? Advance to Illinois Avenue. Oh, God. Oh, nine. I can't get there. Nichts besser zu tun? Tja. Offensichtlich nicht. Wisst ihr, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Ich habe ja vom Mittwoch vom Stream, ich zeig's euch einfach mal. Einfach weil ich's traurig finde, ne? Ich habe ja am Mittwoch Vormittag gestreamt. Was ist denn? Und so während dem Stream, und das habe ich natürlich erst nach dem Stream gesehen, habe ich so von einem Typen eine Nachricht bekommen, wo halt da alles das drin stand. Oh, das sieht man natürlich jetzt nicht, ne? So. Wo halt wirklich so, das hier alles, ich lese jetzt nicht vor. Hey, was, hey, ich sagte mir, so seriously, Junge, hast du sonst nichts zu tun? Das ist halt wirklich so, what the fuck, was? Lies alles vor? Was, ob ich das vorlesen. Ich meine, seriously, der hat offenbar kein Leben. Also seriously, also, solche Leute tun mir ein bisschen leid. Ich mir halt echt denke so, hey, die können mit ihrem Leben einfach nichts anfangen und schreiben dann so eine Scheiße. Finde ich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich habe Mitleid mit solchen Menschen. Echt. White Dragon, hey, hey, guten Morgen. Noch ist morgen. Wie geht's dir denn? Knobli! Kreis Knobli! Oh, ich liebe Knoblauch. Wie geil. Guten Morgen auch dir. Haha, nice. Hallo, Pat. Wie geht's dir? Und Degu ist auch da. Hallo. Nice. Ja, aber echt. Ziemlich traurig hier. Denen muss man helfen. Ja, finde ich auch, ne? Ist schon traurig, vor allem so, was sie da so schreiben. Echt, ey. Aber ja, gut. Ich meine, sie sonst nichts zu tun haben im Leben. Wie langweilig. Und alle mussten das... Having me out here really sucks that I didn't win. I was trying to go for the dub, but you know. Not everybody can take it. Es ist halt schon so, wie langweilig muss dein Leben sein, dass du sowas nötig hast, ne? Das ist wirklich, wirklich traurig. It is 950. Wie gelangweilt und alleine musst du sein, dass du sowas machst. Ist echt so. Ja, vor allem, da, wahrscheinlich so Copy-Paste an alle weiblichen Streamer, die es so gibt, ne? Das ist al dente. Wie geht's gut, Deku? Oh Gott, das ist so crazy. Ganz gut und dir. Danke, mir geht's auch gut. 400 for the houses, and then technically you beat her, so you got her properties. So ooh. 200 and 200. Boom. That is all he won. Thank you for playing Monopoly. Congrats. Oh mein Gott. Achso, der hat alles ausgezahlt bekommen. $10,400. And that was our first ever real life game of Monopoly with real money. Now, as you know, we don't like to send home losers, so everyone who plays gets $2,000. Oh, was? Oh my God. And he won like 10 grand, so. Also, danke schön für die 100 Bits. Oh Mann, bist du immer noch... Nur weil ich dich als Streamer of the Week vorgestellt habe. Mann, ey. Was, wie 1000? Mr. Beast, der Ehremann. Ja, aber echt. Wie viel für die Verlierer? 2000! Jeder, der mit, allein fürs Mitspielen, hast du $2000 bekommen. Ich meine, what the fuck? Ich schaue den sympathisch aus, ja. Ja. Oh mein Gott, warum auch immer. Kein Kommentar dazu. Kein Kommentar. Wie geil der einfach ist. Nein. Wow.
Was? So, yeah, 2K? Ja, einfach so. Bot merged during the month of January, so we flew them out to compete in a video and they all won money. And now that this contest is over, I'd like to announce our next contest. Starting now, random people that interact with the shopmrbeast.com website, whether it's through your email or through buying merch. Das T-Shirt, der Pulli sieht halt echt auch geil aus. If you receive a golden ticket, you're special. And over these next couple videos, you're gonna see lots of clips of me talking to the people with the golden tickets and, let's just say, I'm gonna be paying top dollar to get them back. So go to shopmrbeast.com, buy some merch. Like I said, over these next couple videos, some interesting things are gonna be happening to the people that receive a golden ticket. So, you might want to make sure you get one. Ey, der Typ, der spinnt doch total. Krass, ey. Ich bin Bruno und ich bin... Ah, ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Nicht so schnell, ich bin voll mit Jockey. Es kommt etwa aus der gleichen Schiene, ja. Hey, Leute, was ich unbedingt noch angucken wollte, das Video habe ich in meinem Discord-Channel gepostet bekommen. Wobei, es geht eine halbe Stunde, seriously? Uff. This episode. Warte, sind da Untertitel drin? Deutsch. Sehr gut. Was Marketing 101? Bring Leute dazu, in deinem Shop Geld auszugeben für goldene Tickets und Traffic und dann machst du das Video für Klicks für Geld. Genau! Oh Gott, warum habe ich das gepostet? Warum? Ich find's gutes Thema. Comes with a very strong content warning for frank discussions of and media clips involving rape and sexual harassment. Ist halt ein wichtiges Thema, ne? There's a surprisingly Thema, disturbing trend running through a lot of mass media entertainment, a trend that often flies under the radar. Let me explain. You're watching a popular TV show or movie, laughing along at the hijinks, when suddenly things take a jarring turn. Check out the new meat. I'm gonna slather you up in Gnavi and jelly. Go to town. Wait a minute. Was that a rape joke? I'm gonna slather you up in Gnavi and jelly. Go to town. Yep, certainly was. This one here's our booty. Maybe it's just our anomaly. Booty. Okay. It's riding into the sunset. It ends with me dying of cancer and you winning the Icebox Award for softest mouth. Hold up, that's another rape joke in another superhero blockbuster. Let's try something else. Don't drop the soap, big homie. Ugh. Where will we be watching the world consume me from? That's right. A prison cell. I'll send you a bar of soap. How about we try a comedy instead? Relax and open wide. Oh! Dude! That went on my ass! Yikes. Let's switch to a TV show. As soon as you drop the soap, they rape your butt. That's what happens. No! Stop! I'm saying no! Bieber. Was? Warum sind die Untertitel abgeschnitten? Könnte vielleicht daran liegen. Moment. Dass wahrscheinlich Windows Capture ein bisschen zu groß ist. Das könnte sein. Moment. Ja. Ich musste das so. Jetzt sollte es passen. Genau. Was briefly jailed. Ist das alles early drauf? This morning. He went to jail early this morning and the police report described him as 5'9" and 140 pounds. Or as his cellmate put it, just right. You've likely noticed the pattern here. In each case, sexual assault is played for laughs, and in each case, the targets of the joke are men. He's like a bite-sized Snickers. Yeah, fun size. Ich habe ja noch Tee. Comedic scenarios involving the sexual abuse of men can include a wide range of behavior. Now we'll do your end scene. From casual punchlines about unwanted kissing or touching to gratuitous one-liners about anal rape. They will turn your butthole into a parking garage. Start putting all kind of cars in there, man. Buicks, Color Sierras, Oldsmobiles. Wow. Somebody gonna put a Hummer. Was ist Swiss Meme, der größte Schweizer YouTuber? Nein, bei weitem nicht. It's hard to overstate just how common
jokes about men being sexually assaulted are. Most popular comedic actors and their writers engage in this type of you? Humor. Man, I can't go to jail. Look at me. I'll get raped like crazy. Fuck, you too? Yeah, totally. I'd get raped just as much as you would. No, no, I know you would. Of course you would. Think you're more rapeable than I am. Hey, Nick, I'm not saying anything like that, okay? You're pretty close to saying. Oh, wow, wieder da. Mein Internet wieder mal. Statistically speaking, men are far more likely to be the perpetrators of sexual violence than are people of any other gender. And so that's what any we're other gender in this video. Ich muss gerade kurz überlegen, wie viele genders gibt's? Women skipped? Are portrayed as perpetrators in a future episode. He's the one who famously said, I'd take a bullet for Donald Trump. To be honest, Stephen Colbert. Well, nowadays looking okay. At prison time, we'll see if he's willing to take a dick. Sexual assault of men as comedy is so ubiquitous and so normalized that you may not have even noticed it shows up everywhere. And when I say everywhere, I mean everywhere. Seit Gender gibt es nicht mehr. Und es gibt eben wie viel? 71 verschiedene Genders. No one wants to do it alone. Speaking of songs about male rape, there seem to be an awful lot of them. Okay. Du bist auch mal wieder da. Willkommen zurück und danke für den Refollow. You're gonna gargle me a niece. Oh. 72 Gender gibt es. Ha, war aber nah dran. The sexual assault of men is a go-to joke for many popular animated sitcoms. Rick and Morty go to giant prison. You know, if somebody drops the soap, it's gonna land on our heads and crush our spines, Morty. You know, it'll be really easy to rape us after that. Yeah, get his pants down, get his pants down. No, stop. Rape! What do you collect, Vaseline? Oh. Okay, let's do it. What? Ah! No, Jake, not like this! Ah! Because while you slept, I violated you repeatedly. You might be surprised to find out that slightly less explicit variations on these jokes also show up in children's media with alarming regularity. What? This is never going to work. Of course it will. You look very pretty. That's what they'll say in jail. Love is in the air. Hmm, can't you just smell it? Did you see what that bear just did to that guy's cherry? You got any idea what they do to eggs in San Ricardo prison? It ain't over easy. Notice how these jokes are all designed to demean, humiliate, or emasculate a male character for being the victim, or potential victim, of sexual violence. The Me Too movement has brought to light the rampant sexual abuse perpetrated by powerful men in Hollywood. While many of those telling their stories have been famous women, there are also a handful of male celebrities coming forward as survivors, including actors Anthony Rapp and Terry Crews. What? Crews has been especially vocal, even testifying about his experience in front of Congress in support of the Survivors' Bill of Rights, where he stressed that sexual assault isn't really about sex, it's about power. I was sexually assaulted by a successful Hollywood agent. The assault lasted only minutes, but what he was effectively telling me while he held my genitals in his hand was that he held the power, that he was in control. Since coming forward, Terry Crews has faced a good deal of backlash from other straight men. And it's no coincidence that much of the ridicule directed at him bears an uncanny resemblance to the punchlines we're discussing in this video. This is how toxic masculinity permeates culture. As I shared my story, I was told over and over that this was not abuse, that this was just a joke. Ich glaube, das ist eigentlich so das Hauptproblem, dass halt wirklich bei den Männern das alles so dargestellt wird, als ob das nicht schlimm und ganz normal wäre und so weiter, ne? Ich finde das total daneben, weil eben gerade diese maskuline Toxicity, ich meine, in der Gaming- und der E-Sports-Branche war in der letzten Zeit, wurde sehr, sehr lauthals sich darüber beschwert, dass die Frauen richtig sexistisch angegriffen werden. Da gab es ja auch schöne Videos von der einen E-Sportlerin, die oder Streamer bzw. Gamerin, die, ähm,
die halt hauptsächlich Rainbow Six spielt und die halt im Voice-Chat drin ist, weil man halt sich miteinander kommunizieren muss. Und wie halt die Leute, also die Männer, ihre männlichen Teammates wirklich zum Teil, nicht alle, aber zum Teil ausgerastet sind und halt wirklich den Sexismus einfach nur so gefeiert haben. Und das Problem ist aber, dass sie das bei den Männern genau gleich machen. Halt nicht wirklich auf das Geschlecht bezogen, aber die sind halt genauso aggressiv gegenüber den männlichen Mitspielern. Und das ist halt, das ist kein Problem von dem Frausein, sondern es wird halt einfach ein bisschen anders da, also dann ja, angesprochen. Aber das Problem ist, dass es halt, das ist also das Problem von dieser Art, miteinander umzugehen, ist überall vorhanden. Und halt nicht nur bei den Frauen im Gaming-Bereich, das ist überall da. Naja. Was ist der Titel vom Video schon wieder? Sexual Assault of Men Played for Loves. Also sozusagen, wie man sexuelle Übergriffe von Männern extra macht, um Lacher zu erzeugen. Ne? Also um jemanden zum Lachen zu bringen. So. Ist einfach total krank, wenn man das so sieht, das Video. Es ist so krank, was eigentlich mit der Menschheit abgeht diesbezüglich. Toxic Masculinity. Aber es ist halt wirklich so. Das Lehrerverhältnis mit den Schülerinnen, perverser Sack. Lehrerinnenverhältnis mit dem Schüler, der Player. Ja, auch nicht mehr. Nicht mehr. Es hat ja ein paar Fälle gegeben in letzter Zeit, die halt effektiv dazu geführt haben, dass die Frauen dann die Bösen waren auch. Es war auch gut so. Man geht halt, wenn es um Beleidigungen so geht, auf das Offensichtlichste. Beleidigungen sind ja auch nicht groß durchdacht, sondern soll verletzen. Ja, aber da geht es ja nicht darum zu verletzen oder jemanden zu beleidigen, sondern hier geht es ja darum, dass man Sexual Assault eigentlich als Stilmittel anwendet. Dass man sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung und so weiter als Stilmittel anwendet, um jemanden zum Lachen zu bringen. Ich meine, wie bekloppt ist das bitte? Ein Witz über Vergewaltigung soll jemanden amüsieren? Hier, echt ey. Das ist so krank einfach nur, ne? Ja, ist echt sad. Hate bekommt letzten Endes hier, jeder, der sich im Internet in irgendeiner Art präsentiert. Das sind ja keine, das ist ja nicht vom Internet. GS Deppi, Dankeschön für dein Follow. Das ist ja das Problem. Die Leute sind ja nicht im Internet. Das sind Videos, also das sind Filme. Das sind Hollywood-Filme. Das sind Hollywood-Serien. Das sind Schauspieler, echte Schauspieler, die in Amerika vergewaltigt wurden. Einfach auch Männer. Große, breite, schwarze Männer, habt ihr ja gerade gesehen. Nicht einfach nur kleine Opferfrauen, so, ne? Blond und nee, alle. Einfach nur, um zu beweisen, dass sie halt nicht die Macht haben. So. Das ist so dumm. Das ist einfach nur widerlich, sowas. Nein, ich meinte wegen dem, was du sagtest, dass sie bei Jungs genauso aggressiv sind. Ach so, ja, das stimmt. Aber das ist ein Problem, meiner Meinung nach, das Problem der heutigen Zeit. Dass man halt, das einfach macht, was irgendwie normal zu sein scheint. Und das ist das Traurige. Genauso wie ich ja eben am Mittwoch diese riesenlange Direct Message bekommen habe, wo ja eigentlich auch total darum ging, mich zu vergewaltigen eigentlich. Und da muss ich halt wirklich sagen, so sowas ist heutzutage normal. Ne? Und das ist das Traurige. Ja. Sexy, sexy Talk, genau. Ja, ist halt wirklich so. Römer, was hast du verpasst? 7 Minuten vom Video, wo es darum geht, dass man Vergewaltigungswitze beziehungsweise sexuelle Übergriffe von Männern verwendet, absichtlich als Stilmittel, um die Leute zum Lachen zu bringen. So, darum geht's eigentlich. Mit dem Nickname trauen sie sich. Ja, das ist so. Ich weiß auch, dass es so ist. Aber das Problem ist ja, dass genauso Filme wie das hier, also Filme und Serien und Pipapo, all diese Beispiele, die wir jetzt hier gezeigt haben, eigentlich dazu führen,
dass sowas normal ist in unserer Gesellschaft, mit den anderen Leuten so umzugehen. Und das ist einfach total daneben. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und dass sowas als normal dargestellt wird durch Hollywood, beziehungsweise, dass man die Leute dadurch zum Lachen bringt, das ist einfach unterste Sau. Das geht einfach nicht. Vergewaltigung ist nichts anderes als Machtausübung, jemanden zu unterwerfen. Ja, das ist eben das, was er vorhin auch gesagt hat. Das ist genau das. Und die ganz viele Directors und Filmproduzenten, die halt schon mächtig waren und die halt ihre Macht beweisen wollten, haben halt wirklich Schauspieler und Schauspielerinnen, also beides, halt wirklich sexuell belästigt, um zu sagen, so, hey, ich bin hier der, der die Macht über dich hat. Vor allem auch die Agents dann, ne? Also ich finde es total daneben. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Opfer von solchen Taten meistens schweigen. Ja, was wollen sie denn machen? Das ist genau das Problem. Mittlerweile kann man das ja, mittlerweile ist es wie etwas Normales geworden, dass man eben das meldet. Das ist auch gut so. Aber früher hat einem ja niemand geglaubt. Also seriously, wenn da jemand, weißt du, was da kommt? Wenn ein kleiner, unbekannter Schauspieler den einen der größten Hollywood-Director anzeigt wegen sexuellem Übergriff. Die erste Reaktion, die man bekommt, ist, ach ja, du willst nur berühmt werden und durch den Skandal willst du dich jetzt hoch pushen. Man glaubt den Leuten nicht. Das ist das Problem. So als ob der tolle Filmdirektor jemanden sexuell belästigen würde. Und guck dich an, du kleines Würstchen. Wer bist du schon, dass er dir die Aufmerksamkeit überhaupt schenken würde? Also die Aufmerksamkeit. Sowas wird dann gesagt. Ne? Und das ist genau das, was halt so traurig ist. Ich darf gar nicht darüber reden, das macht mich echt sauer. Ja, mich eben auch. Thema Bill Cosby kann ich einfach nicht glauben. Er war mein Kindheitshero. Was ist, also inwiefern? Comedy. It's important to ask who or what is being targeted by the joke. So let's take a few examples from popular mainstream comedies and talk about what we're meant to be laughing at and why. Because it's the why that helps illuminate how underlying messages can have a negative impact on the way we think about assault and masculinity. I want a proctologist standing by. Best one you can find. Oh, wow. In the 2015 comedy Get Hard, Will Ferrell plays a wealthy hedge fund manager who finds out he's going to prison for embezzlement. The core premise of the movie is that Ferrell's character is terrified of being raped in prison. There's a 100% chance that you're going to be somebody's bitch. Kevin Hart's character exploits that panic to get hired as a toughness coach to help prepare him for life on the inside. This setup, as you might imagine, leads to a steady stream of rape jokes. You know what that is? Mm-mm. That's a big-ass black man on your pale white ass. You! No! I don't want any more! Stop! That's enough! Too late! He done tagged the next guy in! At the heart of these jokes is the perceived emasculation of men who are scared of, or become emotional over, the possibility of sexual assault. Hey, listen, Bill Cosby hat Frauen betäubt, um sich an ihn zu übergehen. Oh, so ein Wichser, ey. Sexually assault me, I'm already too sad. Hey, fellas, my heart's already been raped. Get Hard is just one of many, many examples where male characters on the receiving end of sexual assault jokes are framed as weak, cowardly, effeminate, or unmanly. I'm scared. Kenny, stop crying. Stop crying, Kenny. Look at me. Yes, show me a mean face, Kenny. Men's vulnerability is an endless source of mockery in mainstream comedy. And vulnerability that results from sexual violence is no exception. Was Louis Walsh Glory und Mel B on TV, ich glaube, das habe ich gesehen. I don't have a handsome guy like me in jail. It rhymes with grape. It rhymes with grape. Just keep your mouth shut and try not to cry. It's all right to cry. Crying takes the sad out of you. The idea behind the joke here is as obvious as it is toxic. That men who aren't tough or manly enough to avoid being victimized are pathetic, and therefore deserving of ridicule, or worse. Hey guys, do you think he's anyone's girlfriend yet? Queso, he's been in jail for 3 hours. Of course he's someone's girlfriend. Punchlines about men being sexually assaulted
usually revolve around the idea of a man being made subordinate to another man, and therefore forced into a role that is stereotypically feminine. I'm never gonna be the same. Emasculation jokes are supposed to be funny because, in a patriarchal culture like ours, we're meant to think that there is no greater humiliation for a man than to be treated like a woman. We'll talk extensively about the 2005 hit comedy Wedding Crashers in part 2 of this video series. But the movie deserves a mention here as well because of how it frames one of several sexual assaults committed against Vince Vaughn's character. The basic setup is that Vaughn, as our lovable chauvinist, suddenly has the tables turned on him. Jesus Christ! Not there! Not there! I'm not comfortable. I'm not comfortable with that. Let's play tummy sticks. What's tummy sticks? I don't want to play tummy sticks. I don't want to play tummy sticks. It's your typical gross-out comedy scenario, designed to make audiences laugh squeamishly at seeing straight male characters thrust into awkward sexual situations with other men. Oh yeah, ha ha ha, total lustig. There's an underlying homophobia running through scenes like this. Hide, you gotta hide. Which is connected to some extreme levels of anxiety around straight male sexuality. This is no dream. This is really happening. I'll pop out at the right moment. No, you will not. The insinuation is that if a man is sexually harassed by another man, this is Dustin. Jesus Christ, you're gonna get me killed. Oh, it means he's perceived as gay. And being perceived as gay is supposed to be deeply humiliating for straight men. Get down on your knees and open your mouth. All the guards in Guantanamo are gay. Ain't nothing gay about getting your dick sucked. You're the ones that's gay for sucking my dick. I will report you. You will go to jail, or you won't have to pretend to be gay because your asses will be busier than a test bench in a plunger factory. Despite what media may tell us, it's critical to remember that being sexually assaulted has absolutely nothing to do with someone's sexuality. Pardon me. Just as it has nothing to do with their masculinity. Mi scusi. If the perpetrator is coded as a gay man or a character of ambiguous sexual identity, then sexual assault is... Was Riley Reid, eine Pornodarstellerin, hat ja auch getweetet, dass sie damals ihren Ex-Freund vergewaltigt hat im Kino. Er wollte keinen Sex und hat mehrmals Nein gesagt und sie hat sich dann auf ihn gezwungen. Oh wow. Und dann lustig, wie es da keinen Shitstorm oder ähnliches gibt. Aber bei der umgekehrten Rolle kann man sich sicher sein, dass eine Hexenjagd gestartet wird. Ja, also wenn er sie vergewaltigt hätte, dann Tschüssikowski, ne? Das wäre richtig rumgegangen, ey. Wer ist jemand, wie der Film heißt mit Jim Carrey? Das steht ja alles unten rechts in der Ecke, kannst gucken. So da, guck, da steht's immer. Es ist einfach so, also es tut mir ja leid, aber das ist so daneben. Also, ich muss ehrlich zugeben, das war mir auch nie bewusst, aber das ist echt daneben. Das ist total krank, wenn man sich das so anschaut, ne? Is usually framed as a product of some uncontrollable sexual desire. I'm still horny. Which then works to demonize gay men by directly linking them to predatory behavior. I have a question. Are you single? I'm not gay. I don't care. You're hunky and I'm what they call predatory gay. It's made worse what? If, as is often the case, the rapist is the only gay-coded character in the whole production. I have to make certain that you're not armed. All of this contributes to the long-running pattern in Hollywood where gay sexuality is framed as a clear and present danger to straight people, which it isn't. Queer sexuality is not a threat to straight people. Rapists are a threat to straight people, just as they are a threat to people of all genders and all sexualities. In 2016, the meta-ironic superhero movie Deadpool, starring Ryan Reynolds, became the highest-grossing R-rated film in history. And one of its opening scenes provides us with a good example of another common media pattern. The scared straight style rape joke. Wait. David Brooke, in her general direction again, and you will learn in the worst of ways that I have some hard spots too. That came out wrong. Or did it? The punchline here
revolves around a male superhero weaponizing the performance of an ambiguous queer sexuality as a form of intimidation. The joke comes from the same place as the overprotective father freakout. Whatever you do to my daughter, I do to you. Yeah, you guys have a good time. Klassiker, so, ne? No. You want to? No, sir. Scenes like this end up accidentally illustrating an important point, because it's not just the act of sexual assault itself that functions as an instrument of domination and control in our culture. Get in. It's also the threat of sexual assault. Ryan Reynolds, yeah. No, sir. It's when a straight dude rolls into prison and gets his ass fucked, then becomes a girl. Big boys will come in, push a little boy like you down, maybe stick a textbook in your mouth and go to fucking town. You want that to happen to you? No. Yeah, I didn't think so. Sexual assault is, in many ways, simply another form of violence. And leveraging the threat of that violence as a deterrent to keep young men and boys in line is a frequent theme in media. Well, you better keep your damn mouth shut, or no, you're gonna be going back to the showers. And the only speed you're gonna reach is 88 miles. Das ist wirklich psychologische Gewalt. Das ist halt wirklich so. You've probably noticed by now that a lot of this comedy has something in common. It involves prison rape. Prison rape jokes are so pervasive in mass media entertainment that the phrase "don't drop the soap" has become a routine sight gag. Das ist halt wirklich so, ne? Uff. Despite the insinuation of anal rape, "don't drop the soap" punchlines have also found their way into children's cartoons. Word of advice: don't drop the soap. Doubloons! Don't drop them. One of the reasons these rape jokes pass under the radar is because for straight adult men of able body and mind, the possibility of being sexually assaulted isn't a real concern in their everyday lives. The one exception to that, and it's a big one, are straight adult men who are incarcerated. Prison rape is a rampant, horrifying problem that destroys lives. Each year, over 200,000 people are raped or sexually assaulted while imprisoned in the United States. Nur in den United States, also nur in den it USA, is important to remember that just like on the outside, sexual assault in prison should not Martello, be confused hey, guten Morgen. With consensual sex between prisoners. Do you know what they do to soft, bald, overweight Republicans in prison, Ernest? While the vast majority of the comedy we've been looking at invokes the rape of straight men, in reality, it's queer and transgendered prisoners who are most likely to be the targets of sexual assault in prison. Many prison rape jokes also carry with them some explicit racist overtones. It's no accident that punchlines regularly involve white men being threatened with rape by a big, scary black man. So I got me a volunteer, huh? Well, let me tell you, cupcakes, what your first day up in here gonna be like! Malcolm. And don't expect no flowers afterwards. Malcolm, it's seems like this one are built around the racist idea that black men are more brutal, aggressive, or predatory than other men. And that therefore it's black men specifically who pose a special threat to white men's masculinity. So what's a beautiful white boy like you doing in a place like this? Terry Crews' story about being sexually assaulted is so powerful because it disrupts that scary, intimidating black man narrative. Before his personal evolution, some of those scary characters were even played by Crews himself. Huss. To see him now choosing to speak up and be publicly vulnerable challenges those racist media myths about black masculinity. Peter, hey, my alles assault gut? Happened, quite honestly, I probably would have been laughed out of the police station. Ja, das hat genau das Problem, ne? It's not. Das ist genau das, was ich vorhin hier angesprochen habe. Man würde die Leute, die da kommen und sagen, hey, ich bin vergewaltigt worden, nicht ernst nehmen. Man würde die auslachen. Das ist halt leider wirklich die Tatsache, ne? Das ist auch der Grund, warum ganz viele, auch Frauen, sich nie getraut haben,
zur Polizei zu gehen und zu sagen, hey, ich wurde vergewaltigt, weil sie Angst davor hatten, ausgelacht oder nicht ernst genommen zu werden, ne? Oder sexuelle Belästigung am Arbeitsort, so. Ja, warum sollte man denen glauben, so? Ne, also es hat, ja, ne, es hat sehr schwierig. Die Angst, nicht ernst genommen zu werden und dann noch ausgelacht zu werden, ist halt gigantisch groß. Terry Crews, bester Mann. Das würde man nie vermuten. Ja, das ist genau das Problem, dass man jetzt nie vermuten würde. Aber das ist doch passiert. Ich meine, man würde ja auch nie vermuten, dass Männer generell vergewaltigt werden. Irgendwie vor ein paar Jahren noch war das überhaupt nie Thema. Vor ein paar Jahren hatte man noch so gedacht, so, ja, als Mann kann man gar nicht vergewaltigt werden. Doch, ständig passiert das. Total oft, viel zu viel. Hi Joel, wie geht's dir? Alles gut? Und Paige ist wieder zurück vom Flumserberg. Sehr schön. Wie war's denn? Oh, nicht weinen. Nicht weinen. Hoffe, du hast es genossen. It's unusual for police officers or other authority figures to be shown engaging in forms of dark comedy that involve the sexual violation of men. Procedural style dramas, in particular, frequently depict law enforcement officials threatening male suspects with rape as a way to get them to talk. Do you have any idea what it's like in Sing Sing for a guy with your limitations? You are gonna be the poster boy for bitch of the month. Money, you know how to play getting the dice? Nope. Okay, this is how it goes. Your celly rolls the dice. 9. That's how many days you get to play his girlfriend. Prison guard is an inmate? I hear they make you prom queen, and every night is prom night. You talk now, and we'll make sure you're not put in with the general population. When I get to see the look of love in a meat wrangler's eye, the day I make some spoiled rich kid his new celly. Look on the bright side. Das passiert richtig oft. In prison, you won't have to pay for dates. Writers seem to love these extrajudicial taunts and use them as a source of Schadenfreude. What? Schadenfreude. It's German for when you feel good because your enemy's anus has been violated. Okay, so kann man es auch ausdrücken. The quips are designed to elicit a satisfied snicker from viewers at seeing the bad guys squirm. What's up? Could be staring at a felony. Or you could be sharing a cell with this fella right here. You'd like that, wouldn't you? See there, you're already making friends. For some reason, Denzel Washington has a lot of dialogue to this effect in his filmography. This time next week, I'll be sucking down pina coladas in a hot tub with 6 girls named Amber and Tiffany. More okay. Like taking a shower with 2 guys named Jamal and Jesus, if you know what I mean. And here's the bad news. That thing you're sucking on, it's not a pina colada. Oh, wow. So you better have some divine intervention, buddy. You're gonna need it. You better have some KY. You're gonna need it. To a term of no less than 4 years in a federal pound me in the ass prison. So why does this matter? Okay. Well, the harsh reality is that rape is one of the unofficial but widely sanctioned ways that criminal justice institutions punish undesirable prisoners, especially queer men, trans folks, and people with mental disabilities. You know what this means, don't you? Yes, I do. Make no mistake, the powers that be allow prison rape to happen, sometimes through passive facilitation. Ja, Nikito, mir eben auch nicht. Das ist schon heftig. It's part of how the prison system maintains control over men's bodies and sexualities while they're incarcerated. There's just one other thing I've got to check. The type of police brutality as comedy that we've been talking about here isn't designed to critique or illuminate the widespread abuses of law enforcement. Even when police officers are shown as humorously incompetent, the jokes are still made at the expense of those being victimized. By and large, audiences accept these sadistic punchlines because of who the rape threats are directed at. You know what happens to pretty boys like you who go up to the farm on statute charges? Well, look at that. I got some 11. As long as it's criminal suspects being victimized and likable authority figures doing the victimizing, then it's widely seen as criminals getting what they deserve. Napo, danke schön für dein Follow. Voll lieb von dir. Ja, Dorme, das Problem ist halt,
Das ist ja genau das Problem. Und Miriam, danke auch dir vielmals. Das ist halt genau das Problem. Wow. Das ist ja genau das Problem, Domen. Das ist eben, es geht ja in diesem Video darum, dass eben Vergewaltigungswitze oder also Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung dazu verwendet wird als Stilmittel, Leute zum Lachen zu bringen. Und dass das ja eben genau da nicht in Ordnung ist. Darum geht's ja in dem Video. Und ja, man muss schon trennen können. In Filmen ist es manchmal schon witzig. Ja, das ist ja genau das Problem. Dass sexuelle Belästigung von Männern als Witz dargestellt wird. Das ist ja genau das Problem, was dieses Video hier, was wir ja, uns schon seit 22 Minuten angucken. Darum geht es ja. Ey, Nekrito, danke schön für den Post. Voll lieb von dir. Darum geht es ja. Das ist das Hauptproblem. Dass Hollywood sexuelle Belästigung von Männern dazu verwendet, Comedy zu machen. Und die Leute dann, das damit, ja, die Leute, die sehen das halt dann dadurch halt erst als normal an. Das ist in der Gesellschaft total akzeptiert. Und das ist ja genau das Problem, worauf dieses Video hinaus will. Dass das ja genau deswegen, wegen solchen Filmen und Serien und wegen Hollywood und so weiter, eigentlich in der Gesellschaft total akzeptiert ist, dass man Vergewaltigungswitze macht. Und dass es aber eben auch halt tatsächlich Männer gibt, die halt auch darunter leiden, ne? Ist belastend. Ja, ist halt wirklich belastend. Es sollte aber auch Leute geben, die in der Lage sind zu differenzieren, über solche Witze lachen können und die Taten gut zu finden. Ja, das Problem ist, die Gesellschaft in generell, die denkt manchmal nicht so weit, ne? How to Switzerland gab es ein neues Video. Okay. Ja, oder darauf will das Video ja hinaus. Dass es durch diese Hollywood-Geschichten halt normal wird in der Gesellschaft. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, dann sollte das nicht lustig sein. Ich meine, Vergewaltigungsandrohungen, sorry, aber das nehme ich total serious. Also, ich meine, bei Frauen macht man immer ein mega Drama, wenn einer Frau mit Vergewaltigung gedroht wird, dann ist ein Riesendrama in der Gesellschaft. Aber wenn ein Mann mit Vergewaltigung gedroht wird, ist das lustig? Das ist doch nicht in Ordnung. Das geht doch nicht. Das ist krank eigentlich, wenn man sich das so überlegt, ne? Aber das Problem ist, dass Hollywood und die ganzen Filme und Serien das halt so verwendet haben in ihren Filmen, dass es mittlerweile in der Gesellschaft als normal angeschaut wird. Und das ist doch komplett dumm eigentlich. Ja. Joel, die PS, mir geht es nicht gut. Mein Handy ist jetzt hat einen Wasserschaden. Oh, schade. Oh nein, das ist echt nervig. Tut mir leid für dich, Joy. Also, wenn ihr ernst bleiben wollt, sollen Frauen einfach im Haus bleiben und alle sind safe. Oh wow, Schauerberge. Richtiges No-Go. Wirklich, ey. Vor allem Frauen sollen einfach im Haus bleiben. Was willst du denn damit sagen? Dass wir keine Daseinsberechtigung haben? Oder was? Es geht ja genau darum, dass halt eben nicht nur Frauen Opfer sind von Gewaltigung und sexueller Belästigung, sondern eben auch Männer. Darum geht es ja in diesem Video. Also in dem Film kommt es halt drauf an, wenn derjenige böse ist und es verdient hat, ne? Aber eben nur im Film. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß auch, dass es ein Stilmittel sein kann. Das berechtigt es aber nicht, ne? Die Berechtigung ist einfach nicht da, sich darüber lustig zu machen. Genau deswegen werden dann Männer, die vergewaltigt werden, nicht mehr ernst genommen. Ne? Genau deswegen. Das ist eine Gesellschaftsproblematik. Das ist saudumm, dass man sowas normalisiert, obwohl es eigentlich total unmenschlich ist. Es bleibt ja jedem selbst überlassen, ob er solche Witze lustig findet oder nicht. Ja, ich muss ja manchmal auch lachen, aber eigentlich ist es total traurig. Das Problem ist, dass wir nur lachen, weil wir das gelernt haben. Wir haben gelernt, darüber zu lachen, weil es eben im Zusammenhang mit Comedy passiert, solche Witze, ne? Es ist in Comedy-Videos, also in Comedy-Filmen, in Comedy-Serien wird das so dargestellt. Und deswegen haben wir gelernt, darüber zu lachen.
dass sexuelle Belästigung von Männern, dass das lustig ist. Das haben wir gelernt durch solche Filme. Das ist saudumm, wenn wir uns das mal so richtig gut durch den Kopf gehen lassen. Eigentlich ist das total saudumm. Man muss Risiken eingehen. Unser Alltag haben etwa 1 Million Risiken und man kann nicht weglaufen. Ja, natürlich, das ist so. Das ist so. Wenn ein Hund dich beißt, bekommt er halt einen Maulkorb. Ja, das, was eigentlich dumm ist, weil das eigentlich die Schuld vom Herrchen des Hundes ist, weil er nicht in der Lage war, den Hund richtig zu trainieren, eigentlich, ne? Also ich lache, weil ich es lustig finde und nicht, weil ich irgendwas gelernt habe. Ja, aber das nennt sich Kondition. Ganz einfach Kondition. Glaub mir, das ist der einzige Grund. Du wurdest darauf konditioniert. Und du kannst googeln, was das bedeutet. Wenn Männer die Vergewaltiger sind und dann sagen, dass sie es provoziert hat, sie ist da selber schuld, weil sie den Rock anhatte. Ey, hör auf, das macht mich richtig aggressiv. Das Problem ist ja aber, dass diese Frauen ja gar nicht solche Frauen meistens gar nicht die Opfer sind. Sondern meistens, wurde schon diverse Male aufgezeigt, werden ja eigentlich die Frauen vergewaltigt, die eben bis da oben bedeckt sind und halt wirklich mit so einer unsicheren Haltung durch die Straße laufen. Die werden eher vergewaltigt. Auch wenn sie bis da oben zugeknöpft sind. Das spielt keine Rolle. Es hat überhaupt gar nichts mit den Klamotten zu tun. Das mit dem Rock, das ist wahrscheinlich auch von den Filmen erfunden, also von Hollywood erfunden. So. Danke, Römer. Er kommt aber drauf an, in welcher Form provoziert. Es gibt solche Frauen, die führen dich zum Sex und am nächsten Tag heißt plötzlich, oh nein, ich war nicht einverstanden, rape. Ja, aber die sind ja auch einfach nur dumm, sorry. Das ist, ja, die Frau kann man nicht ernst nehmen, to be honest. Arino, hey, guten Tag. Gibt es Statistiken drüber, über diese These mit den Klamotten? Keine Ahnung. Musst du vielleicht mal googeln. Ich habe es nur irgendwann mal vor Jahren gelesen. Ja. Oder Zitronen ist hier so anzutun. Ja, das Drohen ist auch nicht viel, viel besser, als das effektiv zu machen. Aber es gibt echt dumme Frauen dadurch. Und das Problem ist eben genau das, dass viele Frauen in den letzten paar Jahren, das war ja ganz oft in den Medien ist es rumgegeistert. Es gab diverse Artikel, dass halt immer mehr Frauen also viele Männer behauptet haben, die Frauen, viele Männer haben behauptet, dass die Frau behauptet hat, dass sie vergewaltigt wurde. Und ja, logischerweise wird dann zuerst die Frau in Schutz genommen, weil allein die Anschuldigung gegen Vergewaltigung ist einfach ernst zu nehmen. Ne? Das Problem ist dann, ja, dass es zuerst mal bewiesen werden muss. Und das ist sau schwer. Wie kann man jemanden, außer man geht direkt nach der Vergewaltigung, ungeduscht und so, ne, zur Polizeistation. Aber wer will das schon? Wisst ihr, wie dreckig man sich fühlt nach sowas? Boah. Naja. Meine Schwester sind immer beim Ausgehen leicht bekleidet, aber die laufen stolz und mit breiter Brust. Es gab nie Probleme in meiner Familie. Ja, das ist genau das. Das Problem ist effektiv die Haltung und ob man Augenkontakt hat mit den Leuten. Ne? Wenn du die Leute direkt ins Gesicht schaust, dann ist das so eine Art Respekt. Ne? Also das habe ich schon ganz oft erlebt. Wenn du den Leuten mit erhobenem Haupt entgegentrittst, dann haben die schon Grundrespekt so für dich. Naja. Es hat aber nichts mit Konditionierung zu tun, was man lustig findet, was nicht. Unterbewusst schon, glaub mir. Ich kann über buchstäblich alles lachen, aber heißt nicht, dass ich alles auch noch normal gut finde. Glaub mir, dass man über sexuelle Belästigung von Männern lacht, das wurde uns allen konditioniert. 2 Frauen wurden vergewaltigt, weil sie zusammen alleine unterwegs waren. Nein, eben nicht. Eben nicht. Genau, ohne Beweis ist halt schwierig, wenn Anschuldigung gegen Anschuldigung. Wann glaubt man jetzt? Der Frau, dem Mann, die Frau liegt näher, aber man weiß leider nie. Das ist genau das. Und in letzter Zeit ist eben
Ja, die war halt so ein bisschen rausgekommen. Also es ist halt, diese Fälle sind halt vermehrt aufgetreten. Und ja, ich meine, die Justiz ist nicht dumm. Ich meine, klar muss eine Anschuldigung gegen Vergewaltigung ernst genommen werden. Aber die Justiz ist nicht dumm und die merken dann schon auch, wenn es gelogen ist. So, ne? Ich meine, wenn du dann keine Details und so bringen kannst, ja, ist halt wirklich so. Aber ja, die haben dann auch irgendwann mal gemerkt, dass sich diese Fälle irgendwie, ja, dass es das gibt und dass die Männer dann eigentlich die Opfer sind. Das merken die da schon. Und das wurde halt auch ernst genommen irgendwann mal. Am Anfang wurde es noch belächelt. So, die Männer waren automatisch das Arschloch und Schuld und so, ne? Aber mittlerweile wird auch wirklich anerkannt, dass es umgekehrt genauso der Fall sein kann. Also, dass halt die Frau die dumme Bitch ist, die behauptet, dass sie vergewaltigt wurde, dass es aber nicht so ist. Ja, das ist mittlerweile sehr bekannt, dass Frauen das ab und zu machen. Und von dem her, ja, ist natürlich die Skepsis gegenüber den Frauen wieder gewachsen, ob sie dann auch wirklich vergewaltigt wurden oder nicht. Es ist sau schwer. Wem soll man glauben? Der Frau oder dem Mann? Was ist, wenn sie lügt? Und was ist, wenn er sie wirklich vergewaltigt hat und man sie nicht ernst nimmt? Dann hat sie einen Schaden fürs Leben. Ist halt wirklich so. Ja. Es gibt Frauen, die das ausnutzen und lügen. Einfach traurig. Wem kann man noch glauben? Ja, das ist genau das. Wenn man eine Vergewaltigung, eine Anzeige erhebt, wird nie der Täter bestraft und das Opfer wegen den teuren Gerichtskosten. Nicht immer zum Glück, ja. Gab bei den Weinstein-Frauen auch sicher ein paar, die bereit waren, das für die große Rolle zu tun. Ah, Weinstein, dieser eine Produzent, Hollywood-Produzent. Ja, das ist ja genau das Problem. Diese Leute, die Macht haben, die nutzen das halt aus. Sie sagen, hey, wenn ich dich ficken darf, dann kriegst du die Rolle. Das machen halt viele, ne? Das ist halt echt total widerlich. Ja. Gab in Amerika einen Fall von einer fast angeklagt wurde wegen Rape und häusliche Gewalt. Und dann ist ein Video rausgekommen im Lift, wie sich die Frau die Verletzung alle selbst zufügt. Da hatte Glück im Unglück. Definitiv. Das ist gut, dass es rausgekommen ist. Es gibt genug, die das wegen dem Geld tun. Ja, leider. Alles dumme Bitches, seriously. Ja, und dann lässt sich die Karriere nach dem Fame, geht das Geld ist ausgegeben und dann kann man auch noch mal in die Nachrichten kommen, war 100% bei ein paar von denen so. Was? Ich hab kein Wort verstanden. Ach so, und dann geht die Karriere nach. Also lässt die Karriere nach. Der Fame geht. Ach, keine Ko Jungs, lernt Grammatik, seriously. Geht das Geld? Okay, was? Fame geht, das Geld ist aus. Okay. Also Karriere ist weg, Fame ist weg, Geld ist weg. Und dann kann man auch nochmal in die Nachrichten kommen. Ja, und dann sagt man nochmal so, hey, ich wurde vergewaltigt von meinem Produzenten oder meinem Agent. Und dann kommt man wieder in die Nachrichten. Ja, das ist das Problem, diese Skandal-Bitches dann, ne? Aber ist halt so. Mir wird schlecht, wenn ich so Sachen höre. Ey, ganz ehrlich, das ist so ein heikles Thema. Darüber zu sprechen, ist eigentlich sau dumm. Oder ein Beispiel hat letztens eine Ami-Frau vor 10 Jahren mit was, CR7, was ist das, in einem Club getanzt und jetzt soll er sie angeblich, ach so, vergewaltigt haben, Bitch, please. Naja, ich weiß nicht, wenn man die Frau nicht kennt und den Typen schon und sie dann sagt, hey, ich wurde von dem vergewaltigt, das ist das, was sie am Anfang schon sagt, ne? Man kann sie nicht ernst nehmen, weil man sich denkt so, Alter, du willst nur Geld und Fame. Verzieh dich. Dir glaubt eh niemand. Ne? Und genau deswegen gehen Frauen, die denen das dann wirklich passiert ist, doch nicht zu der Polizei oder machen es öffentlich. Genau aus dem Grund, weil sie halt dann Angst haben, verurteilt zu werden. Ne? Cristiano Ronaldo, ach so. Und dann damals aber bereitwillig das zu machen, um die Rolle und die Karriere zu geben, das gab es auf jeden Fall welche von. Naja, so bereitwillig. Sie haben halt das Gefühl gehabt, oder denen wurde eingeredet, dass sie keine andere Chance haben. Und das finde ich halt schlimm, ne?
ist genau auch so etwas, dass darüber zu sprechen schon heikel ist und man denkt sich schon, oh, soll ich überhaupt darüber diskutieren oder riskiere ich mein Image oder meinen Namen? Das ist bei sehr vielen Themen heutzutage leider so. Definitiv, definitiv so. Man sollte es positiv sehen. Was willst du an Vergewaltigung positiv sehen? Holy shit. Vergewaltigung nehmen prozentual ab. Okay, dazu will ich eine Statistik und zwar pronto. Und auch die häusliche Gewalt. Dazu will ich bitte auch eine pronto-Statistik, ey. Aber es ist schon schlimm für die Psyche. Hey, das ist mehr als nur schlimm für die Psyche. Du bist geprägt für den Rest deines Lebens, Alter. Also, wenn du schon so Sachen raushaust, will ich Statistiken, Studien, alles. Ansonsten glaube ich dir kein Wort. So, wir gucken jetzt das Video weiter. Geht nicht mehr so lange. Mulder! You don't know about anarchy? You don't tell me where that other bomb is, and I'll make sure you spend your prison time on your bigoted hands and knees putting a big smile on some convict's face. Lebenslang traumatisiert, ja? Whole story. I'll train your ass to be an entrance. I know brothers inside to tear your guts up fucking you stupid. When it's a cop drama, the lead characters are generally presented as tough guys. Or occasionally tough gals who are being tough on crime. And when he comes for you in the middle of the night, when you're least expecting it, you do me a favor. Play along. This is often referred to as reciprocal punishment or karmic justice. Nice petite white boy like you in a federal penitentiary. Let me just put it this way. I don't think you'll be able to remain anal retentive for very long. It's a morally abhorrent but widely accepted idea, best encapsulated by the idiom, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Don't you feel kind of bad for them? Sure I feel lousy. For her. He's a murderer and he should pay for it. With his life? No, he should be doing 60 years in a prison, breaking rocks and making special friends with Roscoe the weightlifter. Yikes, the quality of mercy is not Buffy. Sometimes these karmic rape plotlines involve villains being sexually assaulted with a weapon. Oh! Or, alternatively, raped by a large male animal. The word for this isn't justice. The word for it is revenge. You know where you're going, they screw people in a very uncomfortable place. Now, it should go without saying that rape can never, ever be a form of justice. When media frames the sexual assault of men, even bad men, as getting what they deserve, it perpetuates a culture of rape acceptance. Subpoenas, not some penis. And that means you could go to jail. Where you could get some penis. It also makes prison rape seem inevitable, which it's not. There are solutions to the prison rape epidemic, namely, keep people out of prison, which means working towards mass de-incarceration through a combination of decriminalization and a focus on education and rehabilitation programs instead of locking people up. But with every casual prison rape joke, it makes those goals more difficult to achieve. I'm trying to talk about sexual assault. It's not like that's a new topic in comedy. We've had rape jokes forever, but it's just like those jokes have usually been like, rape! That's the full joke. And an audience, because that's a taboo word, will have a response. And then that comic will hear that response. Ooh, I have done a good joke. As comedians like Cameron Esposito and Lindy West have pointed out, it is possible to tell jokes about rape from a survivor's perspective, where the punchlines target rape culture. But that's not what's happening in the movies and TV shows we've been looking at here. Oh, no. I'm actually getting married tonight, so I can't. As we've seen again and again, the targets of these jokes are the victims of sexual assault and harassment. Get ready, because here it comes. Here what comes? Which is why when actors, writers, or directors try to defend this type of comedy from criticism, their arguments don't hold any water. Anytime you're doing any comedy, somebody's going to do somebody's this. Gonna what go, are they going to do? Do the face. Oh, my word.
But that's kind of what we do. We provoke, we prod, we also show a mirror up to what's already existing out there. You know, the idea that these comedians are somehow bravely pushing boundaries or fearlessly transgressing taboos by telling prison rape jokes is pure self-delusion. So now here comes the guy that wants to rub your face. Oh, I like his hair. He's breathing on you. That's disgusting. But guess what? You can look forward to 10 years of it. When Will Ferrell or Kevin Hart or Adam Sandler or any other famous comedian amplifies dismissive and toxic ideas about rape in their comedy routines, it's not meant to raise awareness, and it's certainly not designed to hold up a mirror and give voice to rape survivors. Ow! Let me guess, you dropped the soap. Please take that out of my ass. They're acting out these rape jokes because it's an easy way to get cheap laughs. Hey, Charlie. And the price of those laughs is the further trivialization of rape in a culture that already doesn't take survivors seriously. Okay, so you were violated by two people while you were under the gas. So what? You're single. While at the same time, as we've talked about, reinforcing a whole bunch of regressive ways of thinking around race, masculinity, sexuality, and criminal justice. Beyond that, these jokes also give people permission to continue silencing and shaming survivors. Brian, if you don't mind, we'll start thinking up our prison rape jokes immediately. If Hollywood writers and comedians really want to break taboos and push boundaries, they could try treating survivors of sexual assault with a measure of dignity and empathy, because that would be a guaranteed way to shock their audience. Thanks for watching. Now, I know this can be a difficult and intense topic, so I've left a bunch of resources and additional information in the text below this video. I want to thank all of my script advisors for their invaluable feedback in writing this episode, especially Reverend Jason Lydon, who founded an organization called Black and Pink, which is dedicated to supporting queer prisoners. You can find that link in the description below as well. Ja. Ich kenne meine Meinung mittlerweile. Ich finde das echt traurig, muss ich echt sagen. Es ist halt dieser Pipi-Kaka-Humor, den ich noch nie mochte, muss ich wirklich sagen. Ich meine, Frauen, die sagen, das muss ich tun, um die Rolle zu kriegen, okay. Du kannst mir nicht erzählen, dass es keine Leute gibt, die sowas für Geld und Fame machen. Wenn sie keine andere Möglichkeit haben, wenn sie... Weißt du, das Problem ist halt, dass die Regisseure die Macht haben oder den Leuten das Gefühl der Macht geben, also das Gefühl geben, sie haben die Macht zu entscheiden, was mit ihnen passiert. Das Problem ist ja nicht einfach nur, wenn du mit mir fix, kriegst du die Rolle. Das Problem ist, dass sie auch noch sagen, und wenn du nicht mit mir fixst, dann sorge ich dafür, dass du nie in deinem Leben eine Rolle kriegst. Das ist das Problem. Die Drohung. Nicht das Angebot. Die Drohung ist das Problem. Natürlich hat so ein 20-jähriges, junges Mädel Schiss, dass sie dann niemals ihre Karriere in Schauspiel oder Musik oder so haben kann. Was denkst du denn, wie ein Mädchen sich da fühlt? Der Felix, ey, dankeschön für dein Follow. Das ist halt das Problem. Wie denkst du denn, wie man sich da fühlt? Da gehst du nach Hollywood, um deinen Traum zu erfüllen. Da kommt ein Regisseur, zu dem du aufschaust, weil du seine Filme liebst. Und er sagt dir, hey, du kannst die Rolle haben, wenn du dich von mir ficken lässt. Aber wenn du dich nicht von mir ficken lässt, dann sorge ich dafür, dass du niemals eine Karriere haben wirst. Was würdest du machen? Das hat das Problem heutzutage, ne? Die sich selbst verkaufen, dann ja, und dann eventuell sogar trotzdem aufschreien. Ich bin Doppelagent. Ja, manchmal ist es halt echt andersrum, ne? Harter Tobak. Das ist halt, ja, es ist ein mega schwieriges Thema. Hi, Phoenix. Ja, du bist zu einem sehr guten Zeitpunkt gekommen, ne? Oh Gott, ey. Nee, es ist, also, ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist halt wirklich, es ist kein einfaches Thema. Hey, ich muss dann mal verschlafen gehen.
Es war ein cooler Morgen und eine gute, ein bisschen entspannte Unterhaltung und Videos. Danke dir fürs Kompliment und schlaf gut, Sir. Und wir sehen uns bald mal wieder, hoffe ich. Einen schönen Tag und bis ein andermal. Bye-bye. Nachtschicht. Nö, er ist einfach aufgeblieben, weil er Bock hatte. Lass uns noch ein bisschen quatschen. So abschließend. Ich fand das Thema gerade ultra hart. Ich wollte es unbedingt bringen. Frei, nicht arbeiten. Okay. Danke, tschüss. Ja, ich wollte halt das Video, ich habe es halt gesehen in meinem Discord-Channel. Danke übrigens. Wahrscheinlich war das nicht deine Intention, aber also dass ich das jetzt hier gucke. Aber ich muss sagen, ich habe vor, öfters solche Videos zu schauen, von die ihr mir in den Discord-Channel postet. Halt solche auch ein bisschen härtere Themen anzusprechen und halt Videos drüber zu schauen. Von dem her, wenn ihr solche Videos habt, dann dürft ihr mir die mir wirklich sehr, sehr gerne in meinem Discord-Channel posten. Also ich würde mich sehr darüber freuen. Und dass wir halt wirklich ja ein bisschen solche Videos auch angucken können. Weil das finde ich schon ziemlich heftig. Das war mir nie bewusst, muss ich zugeben. Ich war mir das wirklich nie bewusst, dass das in der Gesellschaft eigentlich so normal ist. Und von dem her, würde ich gerne mehr solche Sachen gucken, auf jeden Fall, ja. Good night. Ja, good night vor allem, genau. Wie alt bist du, Steffi? Ich bin 29. Danke, Milch und Toleranz. Ich find auch, dass es eigentlich eine gute Möglichkeit ist, solche Sachen halt ein bisschen mehr zu thematisieren. Und das möchte ich auch. Ich habe ja... Oh, die 30 kommt. Hey, ich habe noch ein Jahr fast. Ich bin 27 mit 2 Jahren Erfahrung. Und die Erfahrung, die wächst halt einfach jedes Jahr. Okay. Nee, also seriously, ich möchte mehr über solche Sachen... Also beziehungsweise nicht von der Thematik muss es jetzt nicht so sein. Aber halt, ihr habt mir halt in letzter Zeit sehr viele spannende auch Videos gepostet und so. Und das finde ich sehr cool. Und deswegen werde ich mir halt jetzt öfters die Videos, die ihr mir hier postet in meinem Discord-Channel, angucken und also so ein bisschen durchskippen, zu gucken, ob das ein Video ist, das ich thematisieren kann. Jo. Römer, nicht lachen. Ja, also von dem her, ihr wisst, was das bedeutet. Falls ihr noch nicht auf meinem Discord-Channel seid, kommt auf meinen Discord-Channel. Genau, ihr findet ihn in der Beschreibung oder im Chat. Da kommt alle halbe Stunde eine Nachricht. Oh, das war jetzt hart. Oh, das hat mich ein bisschen müde gemacht. Ich fand's ziemlich krass. Vor allem, das Problem ist halt, man sieht halt auch ganz oft an den Reaktionen, auch von euch Zuschauern teilweise, dass es halt wirklich normal ist, sowas in der Gesellschaft. Und das finde ich halt ziemlich hart, muss ich zugeben. Ne? Es ist halt so in der Gesellschaft integriert und anerkannt eigentlich, dass es normal ist. Und eigentlich sollte sowas definitiv nicht normal sein. Ach Steffi, ich lache doch mit dir. Ich lache auch mal mit dir. Mann ey. Ob ich Ferien habe? Nein, warum? Ich 1 Uhr muss ich anfangen zu arbeiten. Also von dem her, deswegen mache ich jetzt auch Feierabend, damit ich noch was kochen kann zum Mittagessen. Danach geht's ab an die Arbeit. Ich arbeite nicht Vollzeit. Ich arbeite Teilzeit und Mittwoch ist mein freier Tag. Und deswegen kann ich Mittwoch Vormittag streamen. Und am Freitag Vormittag habe ich frei und deswegen streame ich da auch. Und Dienstag und Donnerstag abends ist ja nach der Arbeit, Feierabend, ist ja meine Freizeit, deswegen streame ich dann. Ich dich auch. Auch immer. Right. Yeah. Genau so schaut's aus. Ja, und was Teilzeit, mein Ziel. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, Teilzeit zu arbeiten, das war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen hatte.
ich finde einfach, man mit 60-80% kannst du halt trotzdem noch sehr, sehr produktiv sein. Man sagt ja, dass 80%, eine 80% Stelle genauso produktiv ist wie eine 100% Stelle. Ne? Also von dem her, und ja, man hat einen Tag frei, oder wenn man 60% arbeitet, hat man sogar 2 Tage frei. Und von dem her ist das natürlich mega geil, dass man da noch ein bisschen Zeit für seine eigenen Projekte hat oder eben halt für sich selbst. So, ne? Das ist halt wirklich sehr, sehr angenehm. Ich finde sowieso heutzutage, wo sehr viele Arbeiten sehr stressig sind, wo alles sehr schnell gehen muss, wo ein wahnsinniger Druck auch besteht, und das dann 42 Stunden pro Woche, finde ich, es ist irgendwie diese Work-Life-Balance halt schon auch wichtig, dass man irgendwie, ja, dass man sich halt auch Zeit für sich nehmen kann. Und am Wochenende nur frei zu haben, ist halt ganz oftmals irgendwie anstrengend, weil am Samstag will ich nicht einkaufen gehen, wirklich nicht. 80% willst du arbeiten? Wir Schweizer arbeiten zu viel. Ich finde irgendwie auch so, ich meine, wo sonst arbeitet man 42 Stunden pro Woche? Ich glaube nicht so viel Norden. Das ist schon sehr, sehr viel. Am liebsten würde ich gar nicht arbeiten. Ach, schon mal. Nee, das nicht. Ich muss sagen, ich mag meine Arbeit wirklich unglaublich gerne. Ich freue mich sonntags auch auf den Montag, ne? Und ich stehe montags gerne auf und ich freue mich auf die Arbeit. Und so sollte es eigentlich sein. Wenn das so ist, dann hast du es richtig gemacht im Leben. Für mich war immer so ein Lebensmotto, wenn du morgens nicht aufstehen magst, dann machst du was falsch in deinem Leben. So, ne? Also beziehungsweise, wenn du dich halt auch auf die Arbeit und so nicht freust, dann ja, machst du was falsch in deinem Leben, dann musst du was ändern. Mit dem Lohn von 5.000. Ey, es gibt Firmen, die bieten nur 30 Stunden Wochen an, weil man dann viel produktiver ist als 40 Stunden oder mehr. Aber nur in Deutschland. In der Schweiz habe ich noch nie davon gehört. Oh mein Gott. Das Handicap. Google mal so. 50 most famous women. Klick auf den ersten Link und schau dir Nummer 7 an. Soll ich das jetzt doch machen? Was? 50? Was, auf YouTube oder wo? Auf Google selber. Ah, auf Google selber. Also was? 50 most famous oder popular? Wahrscheinlich mehr famous women. Und was, den 7. Link? Auf den 1. Link und die 7. Frau dann. Justin Bieber? What? Warum das denn? What the fuck? Warum steht da Justin Bieber? Das ist ein Scherz, oder? Seriously, ist er voll bescheuert. Voll dumm. Samstag einkaufen und Sonntag alles putzen. Das Wochenende ist schon weg. Ja, und vor allem Sonntag darfst du ja theoretisch nicht mal putzen. Hi, Lonja, by the way. Ja, Sonntag Staub zu saugen, ist ja gegen die Hausregeln so, ne? Das darfst du ja eigentlich theoretisch auch. Waschen darfst du ja am Wochenende auch nicht, weil es Lärm macht. Dazu hast du ja deinen Waschtag unter der Woche, war auch nicht mehr überall. Aber ich kann mich erinnern, da wo ich aufgewachsen bin, wir hatten unseren Waschtag. Und meine Mutter musste extra wegen diesem Waschtag an diesem Tag so einen halben Tag frei nehmen, damit sie die Wäsche der ganzen Familie waschen konnte. Das war so dumm. Und am Wochenende durfte man nicht waschen. Beziehungsweise es gab die Möglichkeit, am Samstag sich mit dem Rest des Hauses abzusprechen und sich einzutragen, ob man da vielleicht eine Stunde oder zwei nochmal waschen darf. So, ja. Aber natürlich wollten dann alle am Samstag waschen, weil es halt viel praktischer ist, ne? Oh Mann. Hey, Behunda, wie geht's dir? Ich hatte diese Woche so richtig hart Stress. Warum denn, Römer? Ist ich gut? Aber hey, es geht nicht mehr lange. Nur noch ein paar Stunden, dann ist Wochenende. Yay! Strahle, Steffi. Ja, ich bin Strahle, Steffi. Aber nicht arbeiten hätte ja auch Charme. Nur die Dinge tun, worauf man wirklich Lust hat. Reisen, dies, das. Ich weiß nicht. Ich habe ja eine Zeit lang selbstständig gearbeitet.
Und das Problem war effektiv, nach einer gewissen Zeit wird dir langweilig, weißt du? Und das ist auch etwas, was ich halt wirklich vermisst habe, eine Routine zu haben. Morgens aufzustehen aus einem Grund, so, ne? Und nein, zocken jeden Morgen wegen Zocken aufzustehen ist nicht, also ist irgendwann kein Grund mehr, glaub mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Was ist dumm? Der Stream ist hängen geblieben. Was? Der Stream ist hängen geblieben? Ja, dann drück mal F5. Könnte es nie einhalten. Was? Ich könnte es nie einhalten. Ach so, aha. Du meinst, dass du daran halten, unter der Woche zu putzen oder zu waschen. Ich arbeite so viel, dass das gar nicht mehr drin liegen würde. Ja, eben, das ist ja auch, das kommt ja auch noch dazu. Das ist voll, voll krass, deswegen sage ich auch nicht. Also ich wohne ja im Untergeschoss, dafür habe ich einen Garten und die Waschküche ist halt direkt neben meiner Wohnung und ich höre das halt, wenn ich, nur wenn ich keine Musik laufen habe oder so. Wenn es still ist in meiner Wohnung, dann höre ich, wenn gewaschen wird. Und eigentlich darf man eben am Wochenende nicht waschen, aber ich sag auch nichts, weil ich genau weiß, wie das ist. Dass man darauf angewiesen ist, dass man am Wochenende auch mal waschen darf. Ja. Ich wasche und sauge, wann ich will. Bisher hat sich keiner beschwert. Ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht eben genau aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe, dass man halt mittlerweile eben das auch schnallt, dass es Gründe gibt, warum man um gewisse Uhrzeiten oder an gewissen Tagen halt einfach mal waschen oder staubsaugen muss. Ich habe zum Glück eine eigene Waschmaschine. Das ist auch sehr praktisch, yay. Da muss ich sagen, das finde ich auch nice. Ja, dann heißt Witcher. Ach stimmt, drüber streamt ihr heute Abend Witcher. Ja, ui. Google Plays. Hey, dankeschön für deinen Follow. Voll cool. Ja, stimmt. Das ist natürlich, weil ich vorher... Jetzt muss ich das hier wieder darüber machen. So, sonst sieht man es nicht. Genau, das ist ja auch sowas. Ich konnte ja gestern Abend nicht streamen, ne? Weil ich ja arbeiten muss. Also ich musste für einen kranken Freund einspringen. Und deswegen konnte ich gestern Abend nicht streamen, aber ich werde es heute Abend nachholen. Von dem her, ja, gibt es heute Abend halt Doppelstream von Römer und von mir. Sorry. Ja, ist halt dann so, ne? Wann fängst du an, Römer? Ach Gott sei Dank, hatte schon Angst, du bist oft, bevor ich wiederkomme. Wo warst du denn? Was ist los? Aber ich gehe gleich off, ja. Ich muss doch eben, wie gesagt, ich muss kochen und um 1 Uhr habe ich noch einen Skype-Call, weil ich da unsere Sendung für Montag nochmal besprechen muss. Schon wieder dieses Thema. Welches Thema, Sabrina? Und hallo übrigens. Weißt du, wegen Waschen und Kochen und Putzen und Arbeit und so, ne? Ja, irgendwie hängen wir dann immer da fest, so ein bisschen so. Aber wir haben das Thema gewechselt. Jetzt geht's um Streamen und Gamen. Also meine Nachbarn sind alle nie da. Ah, das ist ja praktisch. Oder haben selbst so eine Work-Life-Balance, dass diese eben auch am Wochenende ihr Ding machen. Ah, das ist ja nice. Wenn man sich da nicht auf die Füße tritt gegenseitig, ist das voll in Ordnung. Oh, wow. Alle umgebracht und ausgestopft. Holy shit. Ah, du musst das telefonieren. Alles klar. Abnehmprogramm? Willst du abnehmen, Bäuberstumpen? Was passiert hier? Römer, du fängst auch um 19 Uhr an. Alles klar. Ja, das kann ich nicht vergessen. Das ist wichtig. Es tut mir... Ja, Nathan, ich weiß. Ich verabschiede mich ja schon seit 10 Minuten. Waschen am Wochenende. Manchmal geht es nicht anders. Das ist, ja, und ich habe schon wieder die Thematik. I know. Chill. Okay, ich chille. Aber ich muss noch kochen, weißt du? Deswegen bin ich mich schon am Verabschieden, weil ich noch was kochen muss. Da kann ich wieder in unserem Skype-Call essen, weißt du? So wie immer. Dir auch guten Pager. Also ist auch wieder. Ja, ich glaube, jetzt müssen auch alle langsam wieder an die Arbeit. Ich muss auch an die Arbeit. Ich habe Nachmittag frei, also chill. Hä? Was, du hast am Nachmittag frei? Dann haben wir keinen Skype-Call? Oder später? Du kannst sagen, ich hab den ganzen... Doch, schon, oder? Eben, um 1 Uhr. Nice. Oder hast du keine Termine? Meinst du so? Nach dem Skype-Call mache ich Feierabend. Ah, geil, du hast recht. Genieß das Wetter. Ich meine, das ist zu geil, ey. Okay, alles klar. Also, Leute, wir sehen uns heute Abend wieder. Ich muss den Stream von gestern Abend nachholen.
Bis dann, Leute. Schönen Nachmittag noch und arbeitet fleißig, damit ihr dann das Wochenende auch verdient habt. Haha. Ne, Quatsch. Also bis dann. Tschüss, Leute. Bis abends, 19 Uhr. Nicht vergessen. Küsschen aufs Süßchen und so.